Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Embarcadero Germany. Ich darf Sie, ich darf euch alle begrüßen zu einem weiteren Webinar rund um das Red Studio. Heute geht es um die Vorstellung des Red Studio 10.4 mit dem Städtenamen Sydney. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die nächste Version heißt Sydney. Nach den entsprechenden Seattle, Berlin, Tokio, Rio gibt es jetzt mit 10.4 die Sydney-Edition. Mein Name ist Matthias Eising und ich werde euch innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde einiges zu den Neuerungen vom Red Studio 10.4 erzählen. Das Ganze ist natürlich für 99% aller YouTube-Teilnehmer relativ langweilig. Allerdings die, die sich hierhin verirrt haben, die werden schon wissen, warum sie hier sind. Kontaktdaten sieht man hier an dieser Stelle. Ja, ich bin schon relativ lange dabei bei Borland Enprise, Borland Code Gear, Embarcadero, jetzt Idera und beschäftige mich mit Delphi schon seit gut 25, 26 Jahren an der Stelle. Worum geht es heute? Es geht heute natürlich um das Red Studio. Das muss man natürlich auch ein wenig einordnen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was haben wir im Prinzip auch mit dem Red Studio im Konglomerat mit anderen Entwicklungsumgebungen gemeinsam oder wo wollen wir hin? Wir sind mittlerweile nicht mehr unter dem Namen Borland oder nur unter dem Namen Embarcadero im Markt vertreten, sondern Embarcadero ist ein Tochterunternehmen der Muttergesellschaft Idera. Idera ist ein Technologieunternehmen mit vielen Töchtern, die es uns erlauben, auf diese Ressourcen zurückzugreifen, auf das Knowledge zurückzugreifen, hier auch sogenannte Synergieeffekte zu eruieren und auch umzusetzen, sodass man sich hier mittlerweile in einem sehr guten Umfeld trifft, um auch hier den notwendigen Background zu haben, respektive auch hier die passende Finanzinfrastruktur zu haben, um die Entwicklung voranzugehen. Da gibt es Tools im Bereich von Low-Code, Medium- oder Wenig-Code, Rapid Application Development, im Bereich von Java-Entwicklung, Datenbankentwicklung, Datenbankadministration, Design ist ein relativ großes Portfolio. Wir von Embarcadero, wir steuern hier an der Stelle natürlich auch unsere Werkzeuge und Datenbanken hinzu, Delphi, C++-Bilder oder aber auch als Konglomerat das sogenannte Red Studio, was aus dem Delphi und dem C++-Bilder unter einer Haube besteht, unser hauseigener Interbase-Datenbank-Server und die Mobile Enterprise Application Platform des sogenannten Red Servers. Also wir fokussieren uns hier ganz klar auf die Entwicklung, ganz klar auf den Entwickler als solches. Rapid Application Development bedeutet für uns natürlich auch schon seit über 25 Jahren schnelle visuelle Entwicklung. Das heißt, mit Formulareditoren, mit Formulargenerationen generieren, mit Formulareditoren hat man sehr schön einen interaktiven Prozess, um seine Oberflächen, um seine GUI zu gestalten. Da muss kein XML-Derivat programmiert werden. Hier platziere ich Komponenten visuell in ein Formular und kann sie auch für mehrere Plattformen benutzen. Das heißt, mit einem gemeinsamen Quelltext für einem Projekt unterschiedliche Plattformen adressieren. Unser Anspruch ist es mittlerweile, das Ganze für Windows, Mac, Linux, iOS und Android aus einem gemeinsamen Quelltext zu machen. Das machen mittlerweile viele Kunden. Andere sagen natürlich, ja, das ist doch 90er Jahre. Mein Standardargument immer für Delphi, für den C++-Builder ist es. Es hat auch eine Technologiekonstanz. Ich habe hier an der Stelle wirklich die Möglichkeiten, Projekte aus den 90er Jahren, aus den 2000er Jahren in die Welt, moderne Welt rüberzubringen. Ich kann sie auf iOS, ich kann sie auf Android portieren mit relativ geringem Aufwand und ich muss mich halt eben nicht damit rumschlagen, dass in 2, 3 Jahren wieder das zuletzt gehypte Framework wieder abandoned wird, also über die Kante geworfen wird, verabschiedet wird, abgesagt wird. Ich habe hier an der Stelle wirklich mit langen Projektlaufzeiten bei vielen Kunden zu kämpfen, die 10 oder 20 Jahre weiterplanen und die wollen einfach eine stabile IDE, trotz alledem natürlich moderne Funktionalitäten. Und das bietet das Red Studio. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema, was ist das Red Studio überhaupt? Es ist eine IDE, eine integrierte Entwicklungsumgebung, die es mir ermöglicht, schnell prototypähnlich
Anwendungen zu erzeugen, allerdings auch moderne Programmiersprachen, moderne Plattformen, Zielplattformen, um wirklich das Portfolio der Anforderungen eines modernen Entwicklers komplett abzudecken. Ob ich jetzt irgendwo eine Linux-GUI-Anwendung machen möchte, eine iOS-Anwendung für das iPhone oder eine Android-Anwendung, all das kann ich mit dem Red Studio in relativ unkomplizierter Art und Weise und das Ganze halt eben sehr schnell. Design, Code, Debug und Test von Anwendungen aus einer kompletten IDE und das für sehr unterschiedliche Plattformen. Welche Plattformen unterstützen wir? Das ist natürlich Windows, historisch bedingt, sage ich mal so frei. Machen wir uns auch nichts vor, 80% unserer Kunden machen auch primär Windows-Desktop-Entwicklung. Natürlich auch ist macOS ein Thema. Wir unterstützen macOS Catalina, die neueste, schönste, beste Version. Klammer auf, die habe ich hier nicht installiert. Aus bekannten Gründen, sage ich mal. Nein, ich meine momentan Catalina immer noch wieder Teufel das Weihwasser. Aber wir unterstützen auch immer die beiden Vorgängerversionen, ob das jetzt Mojave ist, was ich hier auch noch einsetze, oder Catalina oder was auch immer. Mit Delphi, mit dem 64-Bit-Compiler für macOS. Wir unterstützen natürlich Linux 64-Bit mit Delphi ab der Enterprise-Edition. Wir unterstützen Android in der letzten Inkarnation von Android und wir unterstützen iOS 13. Also sehr breite Abdeckung mit den unterschiedlichen Sprachen, mit den unterschiedlichen Editionen. Ja, da gibt es durchaus Lücken, da gibt es durchaus noch Entwicklungspotenzial. Das werden wir im Laufe der Zeit auch dementsprechend umsetzen. Im Bereich von Windows gibt es heutzutage einfach eine wesentliche Aussage. Windows 10 ist heutzutage der Platzhirsch. Windows 10 ist einfach am Puls der Zeit. Da kann man abends beim Bier stundenlang drüber diskutieren, ob das denn soweit richtig ist, ob das soweit in Ordnung ist. Ja, ich habe jetzt hier kein Bier, ich habe noch nicht mal mehr einen Kaffee. Lassen wir das einfach mal so stehen. Aber es wird auf absehbare Zeit sicherlich die wichtigste Plattform für Kunden sein, für die Zukunft sein. Wir haben allerdings auch hier natürlich weiterhin Unterstützung für Windows 7, Windows 8. Man kann auch Funktionalitäten nutzen in Form von Komponenten, die wir dahingehend angepasst haben, dass sie unter Windows 7, Windows 8 und Windows 10 laufen. Es gibt einige Spezialkomponenten, die nur unter Windows 10 laufen oder einige Technologien, weil da einfach die API dafür da ist, wenn es darum geht, irgendwelche Benachrichtigungen im Action Center in der Benachrichtigungsleiste von Windows 10 darzustellen. Das geht natürlich nur auf Windows 10. Windows 7 ist am Sterben. Ist einfach Fakt. Seit einigen Monaten hat Microsoft den Support für Windows 7 eingestellt. Multi-Device, der zweite wichtige Aspekt auch innerhalb des Red Studios, bedeutet natürlich auch an der Stelle, ja, wir brauchen an der Stelle nicht nur Desktop-Entwicklung, wir wollen vielleicht auch eine bestehende Anwendung ergänzen. Ich habe vielleicht ein Warenwirtschaftssystem, ich habe vielleicht ein Zugangssystem, ein Berechnungssystem, ein Holzschnittsystem. Es gibt viele Kunden aus dem Bereich der Holzwirtschaft, die Delphi einsetzen, wo man an der Stelle Kennzahlen auch auf seinen mobilen Endgeräten, auf seinem Android-Smartphone, auf seinem iOS-iPad haben möchte, um sich diese Informationen anzeigen zu lassen. Auch da kommen immer mehr Anforderungen heraus und mittlerweile eine beachtliche Anzahl unserer Kunden nutzt auch parallel die Entwicklung für mobile Plattformen, sodass sie hier mit Delphi, mit C++ Builder sehr gut oder gut aufgestellt sind. Das heißt also auch, viele Anwendungen fangen auf dem Desktop an. Man ergänzt sie um punktuelle, ja, ich sag mal, Quick Shots auf der Stelle bestimmte Funktionalitäten auch auf die mobilen Endgeräte zu bringen oder das Ganze auch in Verbindung mit Web-Technologie, sei es das XJS, sei es jetzt an der Stelle irgendwo Technologien auf einer modernen Infrastruktur, Middleware-Infrastruktur in Delphi geschrieben, Red Server, Datasnap vielleicht, um diese dann vielleicht auch in den Browser hineinzubringen. Partner von uns, TMS, hat mit den TMS WebCore hier natürlich auch eine sehr schöne Erweiterung, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
10.4 ist das neue Release. Worum geht's bei 10.4? Natürlich gibt es mehrere Ansätze, die wir mit dem 10.4 Sydney Release umgesetzt haben. Wir haben natürlich ganz klar weiterhin den Fokus auf Windows 10 Entwicklung. Wir wollen hier das beste, schönste, schnellste, modernste Tool für Windows 10 Desktop Entwicklung zur Verfügung stellen. Das ist uns auch in meinen Augen recht gut gelungen. Das heißt, wir haben Oberflächenbibliotheken, die VCL-Komponentenbibliothek dahingehend erweitert, Technologien im Bereich von hoher Auflösung, High DPI, das wird nachher noch ein Thema werden, aber auch brandneue Technologien, die Microsoft jetzt erst vor 2 Wochen angekündigt haben, die haben wir heute schon im Produkt. Microsoft hat ja mit dem Edge-Browser in der neueren Edition auf Basis von Chromium einen neuen Browser dargestellt, ist im Prinzip ein Google Chrome oder ganz allgemein ein Chromium mit Microsoft-Branding. Aber Microsoft möchte diesen Browser, den Edge-Browser auf Chromium-Basis, tiefer ins System integrieren. Das ist eine Absichtserklärung von Microsoft. Das wird im Laufe der Zeit immer mehr zum Thema werden. Wenn es jetzt neue Windows 10 Releases gibt im Laufe der Zeit, wird das immer ein Thema werden, werde ich auch gleich zeigen. Wir haben einen erweiterten C++-Compiler, gerade im Bereich von C-Lang-Support, im Bereich von Debugging haben wir einige Neuerungen für den C++-Builder mit inkludiert. Auch die Multi-Device-Entwicklung haben wir mit dem Release 10.4 Sydney wieder auf Vordermann gebracht. Wir haben hier auch ein einheitliches Speichermodell, das Automatic Reference Counting, wie man es vielleicht noch von den mobilen Plattformen hier kennt, haben wir für die mobilen Plattformen abgeschaltet. Das heißt, ein einheitliches Speichermodell, das klassische Speichermodell, wie man es von Windows her kennt. Das heißt, man muss seine Objekte wiederum freisetzen, free, wenn ich sie denn auch selber kreiert habe und so weiter und so fort. Das erlaubt mir auch bei nicht visueller Programmierung gleichzeitig den Code für mobile Anwendungen wie auch für den Desktop benutzen zu können. Wir haben viel an der IDE rumgefuhrwerkt. Wir haben auch neue Technologien, grundlegende Technologien, neu eingefügt in 10.4 Sydney, wie zum Beispiel das neue Code Inside. Code Inside normalerweise mit Leerstelle, hier ohne Leerstelle, auf Basis des LSP, Language Server Protocol. Werde ich gleich erklären, was das ist, was das für Vorteile hat und so weiter und so fort. Wir haben die Installationsroutine deutlich überarbeitet, basiert immer noch auf Getit. Nur die klassische Install-Aware-Installation, die haben wir über Bord geworfen. Das heißt, die ist nicht mehr dabei. Aber man kann weiterhin offline installieren. Gerade wenn es darum geht, PCs innerhalb eines Firmennetzwerks, die keinen Internetzugang haben, zu installieren, ja, da braucht man eine Offline-Installation. Haben wir weiter, basiert jetzt auf Getit, ist deutlich einfacher. Und auch customierbar geworden. Wir wollen das Ganze sogar noch dahingehend umsetzen, dass es an der Stelle auch möglich sein wird, komplette unintended silent Installation umzusetzen. Da sind wir noch nicht. Und um es mal einfach mal schon mal anzudeuten, weit über 1000 Qualitäts- und Feature-Verbesserungen. Es gibt dazu eine Liste, findet man auch im Doc-Wiki, welche Bugs alle hier gefixt worden sind. Ist eine ganze Menge gewesen. Gut, gehen wir einfach mal in das Produkt selber rein. Neue Delphi-Funktion, was gibt es hier an der Stelle? Das eine ist das Code Inside, hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Was ist generell Code Inside? Code Inside, besser bekannt als Code-Vervollständigung. Für alle die, die Delphi noch nicht so lange machen, all das, was mir angezeigt wird bei Steuerung leer. Code Inside basiert auf dem LSP. Language Server Protocol ist ein ja, Client-Server, eine Client-Server-Architektur, die es mir ermöglicht, zwischen einer IDE und einem entsprechenden Backend-Server Funktionalitäten zu liefern, beziehungsweise das Code Inside zu füllen. Client-Server-Architektur ist. Es ist ein externer Prozess. Sieht man auch gleich im Task Manager, werde ich gleich zeigen, dass da wirklich ein oder mehrere Prozesse im Hintergrund laufen, die mir die Sprache zur Verfügung stellen. Ich drücke es mal so geschwollen aus. Alles, was aktuell im Kontext hier an der Stelle möglich ist, richtig ist, wird mir über ein entsprechendes LSP, Language Server Protocol, in der IDE zur Verfügung gestellt. Es ist also eine asynchrone Erstellung von möglichen
Erweiterung meines Quelltextes. Das heißt, die IDE selber wird nicht belastet, hat mal mehr Prozessorsysteme, wird es auch auf entsprechende Cores verteilt und der entsprechende Speicherbedarf ist auch in der IDE geringer. Es ist ein extern laufender Prozess, hat viele Vorteile, ist im Allgemeinen schneller. Die IDE braucht weniger Speicher. Ich kann also auch größere Projekte problemfreier übersetzen. Das Ganze wird auf mehrere Cores verteilt. Das hat also durchaus einige Vorteile. Pragmatisch gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze während des Debuggings durchzuführen. Hurra! Haben auch sehr, sehr viele Kunden nachgefragt. Codevervollständigung während des Debuggings, dass ich jetzt an der Stelle Änderungen durchführen kann. Und das Ganze ist halt eben auf dem Delphi-Compiler basierend. Das heißt, wenn Code Inside, respektive der LSP-Server im Hintergrund, etwas findet, dann findet er es aufgrund der Informationen, die im Compiler stecken. Es ist also eine 1-zu-1-Abbildung. Es wird also nicht mehr herumgefuhrwerkelt, man versucht das irgendwie zu emulieren, sondern es kommen die echten Fehlermeldungen aus dem Compiler heraus bei LSP. Wie sieht das Ganze im Hintergrund aus? Ja, hier einfach mal ein kleiner Screenshot aus dem Task Manager, wird ausgeführt, ist ein eigenständiger Prozess, basierend auf dem Delphi Compiler, wie vorhin erklärt. Es ist nicht nur die Basis für die Code-Vervollständigung, sondern auch für die Parameter-Vervollständigung, Tooltip und Sprung zur Deklaration. Das Ganze ist deutlich akkurater und auch flexibler. Dazu gleich zwei Beispiele. Wenn ich Code-Vervollständigung irgendwo im Quelltext mache oder in der Uses Clause, kann ich wirklich immer über alles suchen. Ich muss nicht mit dem Buchstaben ABC anfangen, um nach ABC irgendwas zu suchen, sondern er sucht ABC irgendwo in den möglichen Code-Vervollständigungsteilen. Das ist eine sehr schöne Sache. Das Ganze geht auch über die OpenTools API. Das heißt, wir haben im Prinzip nur eine Implementierung dieser asynchronen API umgesetzt. Man kann im Prinzip auch seine eigene Language Server Protokoll Server schreiben an der Stelle. Neu in Delphi, zweite wichtige Neuerung, sind sogenannte Custom Managed Records. Records waren eigentlich schon immer gemanagt. Das heißt, der Compiler hat sich darum gekümmert, ja, wann wird Speicher alloziert, wann wird er freigegeben, wie werden entsprechende Felder aus einem Record-Typ initialisiert, was geht da rein. Man kann allerdings jetzt auch selber über die entsprechenden Class-Operatoren Initialize, Finalize und Assign auf die Erzeugung eines Records Einfluss gewinnen. Zum Beispiel vordefinierte Werte, entsprechend auch, welche Log-Mechanismen liegen dahinter. Ich kann also da wirklich ganz normal programmieren, wenn ein Record initialisiert wird oder wenn es an der Stelle auch wiederum zerstört wird. Das ist eine sehr schöne Sache, eine Spracherweiterung innerhalb der Custom Managed Records. Wenn man sich C-Sharp 9.0 mal anschaut, Microsoft arbeitet da momentan auch dran. Wir haben es schon. Also so viel zum Thema, Delphi ist veraltet. Wir haben viele Teile, die sind einfach sehr, sehr ähnlich zu C-Sharp. Die haben wir auch schon zum Teil mit drin. Gut, es ist ein leistungsfähiges Mittel, um diese Records in Delphi zu verarbeiten. Aber es ist auch gegenüber Klassen ganz klar abgegrenzt. Klassen mit ihren Objektinstanzierungen und so weiter und so fort, die werden jetzt an der Stelle natürlich auch relativ, ich sage ganz bewusst relativ behäbig erzeugt. Ist halt eben eine Klasse, da gehört ein bisschen mehr dazu. Record ist eine Datenstruktur, die nicht besonders komplexes, die auch an der Stelle keine Methoden hat, sonst wäre es ja im Prinzip schon wieder eine Klasse, aber die sehr, sehr schnell fungiert. Sie werden nicht auf den Hieb gestoßen. Das heißt, über die drei möglichen, man kann einen implementieren, man kann zwei implementieren, man kann drei implementieren, über die drei neuen Klassenoperatoren für Records kann man jetzt an der Stelle diese Records individueller gestalten, beim Initialisieren, beim Finalisieren oder beim Zuweisen. Assign ist jetzt an der Stelle einfach nur ein, ja, ein textueller Umsetzung des Doppelpunkt-Gleich-Operators, das heißt bei der Zuweisung MyRecord1 entspricht MyRecord2, das wird umgesetzt beziehungsweise in dem Klassenoperator Assign an der Stelle durchgeführt. Kleines Beispiel habe ich gleich dazu, kann ich auch gleich an der Stelle zeigen. Lokale Daten, kein Heap, dadurch an der Stelle auch die deutliche Geschwindigkeitsvorteile.
Dritter wichtiger Punkt, den ich hier kurz vorstellen möchte, einheitliches Memory Management für Delphi und C++. Das heißt, die ganzen mobilen Plattformen hatten früher das sogenannte Automatic Reference Counting, haben wir jetzt auf das klassische Memory Modell geführt. Das heißt, man muss für jeden Create auch sein Free dementsprechend erzeugen. Es macht es mir deutlich einfacher, entsprechende Source-Quelltexte von einem Windows-Desktop auf eine mobile Plattform zu übertragen und vice versa. Habe ich meine Berechnungsroutinen aus einem alten Turbo Pascal-Programm von 1983, kann ich sie auch relativ problemfrei auf Android, auf iOS rüberbringen. Das Ganze wurde natürlich auch in Verbindung mit C++ angepasst. C++ hat das gleiche Paradigma für die Memory, für die Speicherverwaltung von Objekten. Kein Automatic Reference Counting mehr, sondern an der Stelle das normale Memory Management Modell von Delphi, was hier die Grundlage ist. Deutlich konsistenter, um die dementsprechenden anderen Plattformen auch zu unterstützen. Was heißt das nun an der Stelle? Es wurde komplett aus der mobilen Plattform entfernt. Erstellte Objekte müssen freigegeben werden, wie schon erwähnt. Wir empfehlen hier übrigens ein Programm namens LeakCheck. Das ist ein externes Programm von einem Dritthersteller. LeakCheck gibt mir die Möglichkeit, solche Speicherleaks besser zu identifizieren. Das Automatic Reference Counting hatte natürlich den Vorteil, ist ein Objekt aus dem Scope, wird es automatisch freigegeben. LeakCheck überprüft es jetzt an der Stelle auch. Wie gesagt, ist ein externes Tool. Nutzen wir selber auch intern für solche Umstellungen. Generell klingt das dramatischer, als es tatsächlich ist. Die Umstellung ist durchaus praktikabel, in kürzester oder in kurzer Zeit durchzuführen. Hat ein paar Nebeneffekte, ANSI-Char, ANSI-String und so weiter und so fort. Gibt es dann auch auf iOS und Android. Das hatten wir ja schon mit dem Linux-Compiler umgesetzt, dass wir den auch auf das klassische Memory-Modell umgesetzt haben. Es ist jetzt an der Stelle auch hier für iOS und Android verfügbar. Nein, Kids, don't do this at home. Arbeiten Sie bitte nicht mit ANSI-Strings auf iOS und Android. Arbeiten Sie mit dem normalen UTF-16-kodierten String innerhalb der Windows-Welt und den entsprechenden Pendant auf der iOS- und Android-Welt, weil es gibt da immer wiederum ANSI-Zeichenzuordnungsproblematiken und so weiter und so fort. Standardeinstellung ist Zero Byte String Off. Da geht es jetzt an der Stelle natürlich darum, wo fängt ein String an? Beim Indizieren greife ich auf das dritte Zeichen zu. Muss ich da 0, 1, 2, 3 oder 0 oder 1, 2, 3, 4 rechnen und so weiter und so fort. Zero Byte String ist standardmäßig aufgeschaltet. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich gehe mal kurz raus. Brauche jetzt eine passende Maus. Und gehe mal in die IDE. Worum geht es jetzt an der Stelle? Ja, ich wollte ein bisschen was zur IDE erzeugen. Das heißt, ich habe hier natürlich ein klitzekleines Programm hier mal mitgebracht. Ups, da wollen wir gar nicht hin. Ich war noch nicht fokussiert innerhalb der VM. Da steht programmtechnisch wirklich nichts dahinter. Da habe ich im Prinzip nur Self-Concatchen in Form Create auf den CAT-Browser umgestellt. Brauche ich nachher für das Debugging. Was habe ich hier? Schon mal eine kleine Neuerung vorab. Das ist eine SQLite-Datenbank. SQLite-Datenbank, da sind Katzen drin. Für die, die es nicht wissen oder es nicht wissen wollen, ich bin großer Katzenfan, natürlich habe ich deswegen natürlich auch immer Katzen mitgebracht. Wir werden heute noch viele Katzen sehen. Da steckt im Prinzip jetzt nichts Besonderes drin. Tabelle, ich gehe mal in den Felder-Editor, kann hier einfach mal durchbrowsen, ein paar Katzen und so weiter und so fort. Jetzt sind in dieser SQLite-Datenbank JPEG-Grafiken drin. Ich habe das natürlich hier auch über den Felder-Editor einfach per Drag-and-Drop reingefügt. Wie gesagt, programmiert ist da nichts dahinter. Ist eine SQLite-Datenbank mit JPEG-Grafiken. Die eine Neuerung, die ich schon mal vorstellen wollte, ist beim FireDeck Physical SQLite Driver Link habe ich mittlerweile auch die Möglichkeit zu sagen, soll die LibSQLite DLL, soll die jetzt im Prinzip dynamisch oder statisch geladen werden, was durchaus eine Erleichterung oder eine grundlegende oder eine gute Verbesserung ist. JPEG-Grafiken, ja, hatte ich gesagt, kommt ein Fehler, sage ich schon gleich an der Stelle.
Sagt er nämlich jetzt an der Stelle, Invalid Graphics im Unreal Project One bei bla bla bla. Nicht unterstütztes Stream-Format. Fire erklärt jetzt natürlich auch irgendwo die Streams aus der SQLite-Datenbank, ist eine JPEG-Grafik. Die kann er jetzt so direkt nicht erzeugen, beziehungsweise anzeigen. Ich muss hier irgendwas mit VCL, Graphics, JPEG, wie hießen das alles noch? Weiß ich nicht. Da kommen wir nämlich jetzt hier zum Code Insight. Code Insight gab mir irgendwie früher die Möglichkeit, VCL Punkt irgendwo zu sagen, ah, sieht schon mal besser aus, da kommt schon mal was, Graphics oder wie auch immer. Es gibt jetzt eine schöne Möglichkeit, über das komplette Code Insight zu suchen, nicht die Buchstaben A, B, C, die ich eingegeben habe, sondern irgendwo, die jetzt hier passen. Ich suche einfach jetzt mal nach JPEG. Und dann finde ich hier VCL Imaging.jpg, kann also hier gleich die passende Unit einfügen. Das Ganze funktioniert natürlich auch irgendwo im Quelltext. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo auf meine Cell-Variable, auf mein Formular zugreife und ich suche einfach mal nach Text, dann finde ich hier natürlich auch Formular selber einen Text, on Context Pop-up, on Get Device Context. Also überall, wo es Text jetzt an der Stelle steht, findet er es. Es muss nicht mehr am Anfang stehen. Hurra! Und das Ganze ist auch Non-Blocking. Das heißt, gehe ich hier nochmal raus. Ich kann hier wirklich tippen. Und er sucht wirklich dynamisch asynchron im Hintergrund. Die IDE wird nicht mehr geblockt. Diese Spielzeuganwendung, die ich jetzt hier habe, mit zwei Zeilen Programmierung aktuell, kann man sich vorstellen, da wird das Code Insight nicht in die Knie gehen. Einer unserer Kunden hat ein Projekt ungefähr 36, 37 Millionen Quelltextzeilen. Sie oder ihr könnt euch vorstellen, dass da das Code Insight schon mal ein bisschen länger dauert. Gerade wenn ich noch irgendwie Third-Party-Komponenten oder große Bibliotheken von TMS oder von DevExpress mit eingebunden habe, da kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Ich gucke mir das Ganze einfach mal im Task Manager an. Da sehe ich jetzt hier auch an der Stelle ein oder mehrere Tasks, die im Hintergrund laufen. Die brauchen ein bisschen Speicher, nicht allzu viel Speicher, aber das ist Speicher, den die IDE selber nicht mehr braucht. Jetzt habe ich hier natürlich relativ viel Klassen, ein paar Grafiken und so weiter. 157 Megabyte ist soweit okay, braucht aber die IDE nicht mehr. Und was man jetzt hier links oben auch sieht, da sieht man jetzt undeklarierte Bezeichner Cell. Es braucht immer ein bisschen Zeit, bis er sich angepasst hat, bis das hier übergeben worden ist. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie was tippe, dann kommt wirklich die tatsächliche Fehlermeldung, die aus dem Compiler hier herauskommt. Das ist ein E2003, undeklarierter Bezeichner. Das heißt, das ist wirklich eins und eins die Fehlermeldung, die auch der Compiler beim Kompilieren hier melden würde. Braucht immer ein bisschen dazu, bis es dann irgendwie dann auch weg ist, aber das Ganze ist asynchron. Muss ich mich nicht weiter drum kümmern. VCL Imaging JPEG habe ich hier eingegeben. Hier habe ich jetzt zufälligerweise noch einen Breakpoint. Also ich debugge jetzt mal die ganze Anwendung hinein. Und wo hatten wir das jetzt hier? Ach so, den haben wir daneben gesetzt. Upp, Entschuldigung. Den wollen wir jetzt hier reinmachen. Bin ich in der Debug? Ja. Quelltext-Haltepunkt, was ich jetzt an der Stelle nur zeigen wollte, ist, dass die Code-Vervollständigung jetzt auch während des Debuggings funktioniert. Das heißt, asynchron, Entschuldigung, richtig gute Sache. Darüber hinaus suchen, egal wo, es muss nicht der Anfangsbuchstabe oder die Anfangsbuchstaben sein, bis hin natürlich auch zum Code-Vervollständigung im Debugging und natürlich auch suchen irgendwo innerhalb meiner Uses-Deklaration. Das finde ich auch wirklich eine relativ geile Sache. Entschuldigung, schöne Sache, muss man dazu sagen. Finde ich richtig gut, was hier an der Stelle auch. Gut, hatten wir das soweit? Ja, die Zeit rennt natürlich wie blöd, aber das soll mich jetzt nicht weiter interessieren. Gehen wir mal weiter in die neuen VCL-Funktionen. Wir haben natürlich die High-DPI-Stile umgesetzt oder ausgebaut. Wir haben entsprechende Stile, wirkliche echte High-DPI-Stile, die mit 10.4 auch richtig funktionieren. Das Checkboxen, das Radio-Buttons und so weiter und so fort auch auf 100, 150, 200% richtig skaliert werden, ist in den Stilen mit entsprechenden Grafiken hinterlegt.
ist für die Zielplattform. Ich sage an der Stelle auch ganz bewusst, die IDE selber, die ist an der Stelle noch nicht HDPI-konform. Ja, das wollen wir umsetzen mit einem späteren Release. Nach 10.4 kommt 10.4.1, kommt 10.4.2, kommt 10.4.3. Innerhalb dieser weiteren Releases, die innerhalb der nächsten Monate, wir sagen immer so alle 3-4 Monate kommt ein neues Release, wollen wir auch die IDE selber dahingehend umbauen. Aber wir haben schon mal für Zielplattformen, für meine Anwendung, HDPI weiter ausgebaut mit passenden Stilen. Das Ganze mit entsprechenden Standard und High und Premium VCL-Stilen. Gibt es ein paar schöne dabei, kann man natürlich auch selber editieren. Da haben wir natürlich auch wiederum entsprechenden Stildesigner angepasst mit entsprechenden Größen. Hier rechts unten in der Grafik sieht man das, da gibt es Images, Style, Style 15x, Style 20x für 150, für 200%, dass also auch hier Radio-Buttons, Checkboxen dementsprechend vergrößert werden. Passt wirklich sehr, sehr gut. Was wir auch neu mit den Stilen haben, ist, dass man auf einem Formular oder in einer Anwendung unterschiedliche Stile benutzen kann. Schönes Schmankerl. Ich könnte jetzt zum Beispiel die eine Schaltfläche in Purple erscheinen lassen, die andere in Yellow mit gesprenkelten schwarzen Punkten und so weiter und so fort. Ja, kann man viel Unsinn betreiben. Ja, ist aber weiterhin trotzdem sinnvoll. Wenn man jetzt einfach bestimmte Bereiche seiner Anwendung unterschiedlich gestalten möchte, vielleicht einen Administrationsbereich eher in anderen Farben halten möchte als den Bereich meiner Anwendung, den der 0815-User, die ich jetzt natürlich nicht verunglimpfen möchte, als diesen Bereich hier zu betrachten. Gut, gibt es jetzt natürlich auch schöne Beispiele dazu, kann man sich sparen, zeige ich jetzt an der Stelle aber trotzdem gleich. Sehr, sehr schöne bunte Oberflächen. Wie gesagt, kann man beim zweiten Bier abends köstlich drüber streiten, aber ich kann auch einzelne Kontrollelemente innerhalb eines Forms mit unterschiedlichen Stilen belegen. Das heißt, dass ich einen einzelnen Button in Blau mache, den nächsten Button im gleichen Formular in Pink, in Violett, in Grün, in Grau, in Schwarz. Das kann man mittlerweile wirklich ad absurdum führen oder auch einen vernünftigen Ansatz dafür suchen, dass ich wirklich punktuell meine Formulare als Formular unterschiedlich gestalten möchte oder innerhalb eines Formulars unterschiedlich gestalten möchte. Ja, dazu gibt es ein paar Eigenschaften. Der Stilname leer bedeutet Elternstil oder Standardstil und so weiter und so fort. Und Windows, dementsprechenden Plattform-Theme. Kann man sich anschauen, beschäftigt man sich 2 Minuten mit, ist der Käse gegessen. Interessanter finde ich persönlich schon den sogenannten Edge-Browser. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, Edge ist eigentlich der gleiche Name für einen komplett neuen Browser von Microsoft. Nach dem Internet Explorer kam dann der Edge-Browser, Eigenentwicklung von Microsoft innerhalb der Windows 10-Reihe. Den hat man im Prinzip, ich will nicht sagen, auch über Bord geworfen, allerdings, ich sage mal positiv ausgedrückt, weiterentwickelt. Man hat den neuen Edge-Browser auf die Chromium-Basis gestellt. Chromium ist ein Open-Source-Projekt, was im Prinzip auch fast alle benutzen, bis auf Firefox. Selbst Opera nutzt mittlerweile Chromium, die Chromium Engine als Basis. Microsoft hat hier mit dem Edge auf Chromium Basis wirklich einen ganz guten Browser zur Verfügung gestellt. Ja, er ist auch managebar aus entsprechenden Active Directory Profilen oder Group Policies. Da gibt es ein paar schöne Möglichkeiten für den reinen Windows-Entwickler. Aber für mich als Programmierer ist halt eben wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, einen Browser in meine Anwendung einzubetten, der modernen Aspekten entspricht. Sonst ging das nämlich alles nur über den T-Web-Browser. Und der T-Web-Browser, nee, den will man nicht. Dann gab es dann natürlich auch irgendwo den Versuch, das Chromium-Framework in Delphi für Delphi umzusetzen. Ja, funktioniert auch sehr gut. Ja, gibt es schöne Anwendungen dafür, die Chromium im Delphi-Anwendung embedded haben. Tolle Sache.
muss allerdings komplett mit ausgeliefert werden. Und das ist ein riesengroßer Batzen an DLLs, ich weiß es nicht, 25, 28 Megabyte, die ich minimal mitliefern muss, die meine Anwendung dann schon ein bisschen größer machen. Früher oder später wird es so sein, dass der Edge auf Chromium-Basis integraler Bestandteil von Windows sein wird. Microsoft hat das erst vor kurzem angekündigt auf ihrer Konferenz vor 2 Wochen. Wir haben es heute schon drin. Und das Schöne ist, wir haben den klassischen Webbrowser, T-Webbrowser, optional mit 2 Engines belegt. Das heißt, bestehende Anwendungen mit T-Webbrowser, mit den Möglichkeiten, die es dafür gibt, Forward, Backward, und so weiter und so fort, kann man mit dem gleichen Webbrowser benutzen. Man kann den Edge bevorzugen, man kann den Internet Explorer explizit auswählen, aber es gibt auch eine eigene Edge-Komponente. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich auch gleich schon mal. Vorteil natürlich, wenn es vom Betriebssystem her kommt, werden auch diese Basisbestandteile, diese Browser-Komponente über Windows Update aktualisiert. Und das ist der Vorteil gegenüber dem Chromium Embedded für Delphi. Gut, was auch noch neu ist, ist die Titlebar. Microsoft hat selber innerhalb der Titlebar ein paar Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Man sieht das am Windows Explorer, das ist ein schönes Beispiel dafür. Man kann auch Tabs in die Titlebar bringen. Man kann den Benutzer völlig verwirren durch ein neues, innovatives Design. Man könnte auch sagen, ein nicht mehr bedienbares Design. Wenn Sie es umsetzen wollen, da kann man abends beim dritten Bier stundenlang drüber diskutieren. Kann man das machen? Ja, es ist die native Titlebar. Das heißt, das, was Microsoft tatsächlich innerhalb von Windows 10 umgesetzt hat, das funktioniert natürlich dann unter Windows 7, Windows 8 nicht. Wir hatten auch mit 10.3 Rio so eine eigene Implementierung in der Titlebar, die war so mittelmäßig. Das ist jetzt wirklich die native Implementierung, die Microsoft auch zur Verfügung stellt. Kann man umsetzen. System-Icons minimieren, maximieren, schließen. Das sind die 3 Standard-System-Icons. Kann man ergänzen. Man kann aber auch VCL-Steuerelemente selber in die Titlebar projizieren. Man kann ein eigenes Menü mit hineinbringen. All das, was man hier haben möchte oder vielleicht nicht haben möchte. Wir haben neu eine Komponente, die Virtual Image. Die Virtual Image, die man vielleicht auch schon fast erwartet hatte. Wir hatten früher eine Image Collection. Die Image Collection war im Prinzip nur ein Container für große Grafiken, die automatisch auf kleine Grafiken runtergebrochen werden konnten. Die Virtual Image List war ein typisches Beispiel dafür. Zeige ich gleich, ich habe Katzen mitgebracht. Jetzt haben wir auch eine Virtual Image, die also auch das Ganze runterbrechen kann. Habe ich irgendwo ein Image mit 32x32, aber in meiner Image Collection ist eine Grafik drin mit 512x512 Pixeln, wird die automatisch runtergebrochen auf die notwendige Auflösung. Und skaliert natürlich auch. Lasse ich die Anwendung auf einen anderen Monitor mit High DPI mit 200% fallen, rechnet 10.4 das automatisch mittlerweile um. Funktioniert im C++ Builder, funktioniert im Delphi. Was heißt das? Ich habe einen 100% Monitor, also der mit 100% DPI eingestellt ist. Daneben steht ein 4K-Monitor. Marco Cantu hat das gestern relativ schön gezeigt. Er hat nämlich einen 4K-Monitor. Und er hat das soweit vorbereitet. Und ich ziehe dieses Formular von meinem 100% Monitor auf den 200% Monitor, skalieren die entsprechenden Grafiken mittlerweile alle richtig. Das heißt, mit 10.3 bis hin zu 10.3.3 gab es da immer Probleme mit Checkboxen, Radio-Buttons, die dann doch wieder klein waren. Ich musste das wieder neu skalieren. Die Titlebar sah aus wie na, nicht so gut. Das macht 10.4 jetzt mittlerweile alles richtig. Hängt natürlich auch davon ab, dass wir jetzt hier an der Stelle sehr viel an High DPI gearbeitet haben. Wir haben auch sowas wie Schönes wie ein T-Scaled Graphic Drawer. Das heißt, eine eigene Implementierungsart und Weise ist ein Plugin-Modell, um Grafiken zu skalieren. Habe ich auch ein kurzes, schönes Beispiel mit dabei. Und natürlich auch ganz allgemein zusätzliche Windows-API und Verbesserungen. Denkt man jetzt an WinRT, denkt man an das, was Microsoft hier wieder mit den verschiedenen Windows-APIs vorhat. Denke ich mir einfach, wir sind und wir waren mit Delphi immer auf dem richtigen Weg, dass diese vereinheitlichte API auch allen Entwicklungsumgebungen zur Verfügung stehen muss. Das haben wir natürlich auch mit Delphi eingesetzt.
Gut, was haben wir jetzt an der Stelle? Diese Anwendung, klar, da kann ich jetzt natürlich auch irgendwo einen Stil hinterlegen. Ich habe ja immer noch diese Katzendatenbank im Hintergrund. Da kann ich jetzt natürlich auch in meiner Anwendung im Erscheinungsbild natürlich auch das ein oder andere hinzufügen und so weiter und so fort. Auch die entsprechenden Stile, echte High-DPI-Stile oder halt eben auch dieses Glossy-Stil, wenn er denn High-DPI hier erweitert ist. Wir haben natürlich auch immer noch den Bitmap-Stil-Designer, haben wir vorhin an der Stelle auch gesehen. Hier gibt es jetzt natürlich auch die Möglichkeiten, die entsprechenden Stile zu hinterlegen für die verschiedenen Auflösungen 150-200%. Das ist jetzt hier ein Standardstil, keiner, den ich jetzt meiner Anwendung mit hinzugefügt habe, aber da will ich mich jetzt an der Stelle auch gar nicht drauf versteifen. Okay, wir sind jetzt hier noch im Debugging. Das können wir jetzt an der Stelle mal beenden. Das Ganze hier an der Stelle mal schließen. Das eine, was ich zeigen wollte, ist die Simple Custom Title Bar. Das ist auch ein Standardbeispiel, was hier mitgeliefert wird. Die Simple Demo bedeutet das an der Stelle, ich kann jetzt an der Stelle innerhalb meiner Title Bar natürlich irgendwo individuell drauf eingehen. Das ist jetzt noch keine Komponente. Das ist eine neue Property meines Formulars, wo ich so direkt darauf zugreifen kann. Das können wir jetzt uns an der Stelle auch mal anzeigen lassen. Hier die Custom Title Bar, die hat entsprechende Darstellungsmöglichkeiten, wie hoch die sein soll, ob da noch ein Control mit dabei sein soll, welche System Buttons und so weiter. Es wird hier in dieser Anwendung hier mit hineingestellt. Enable Custom Title Bar, die kann ich jetzt natürlich auch größer machen. Das ist jetzt nicht irgendwie selber gezeichnet, nein, das sind die Funktionalitäten, die mir Microsoft auch anbietet. Man sieht sie ja zum Beispiel auch im Windows Explorer. Hier gibt es dann auch hier zum Beispiel auch eine Toolbar und so weiter und so fort mit dabei. Dazu kann man benutzen eine entsprechende Simple Customer Title Bar Panel Demo. Das habe ich hier schon mal frei nach Jean Pütz vorbereitet, dass man hier auch entsprechende VCL-Kontrollelemente bis hin zu einem kleinen Button hier hinzufügen kann. Das ist sozusagen ein neues System-Icon, präsentiert sich jetzt an der Stelle auch hier als so ein doppelter Ring, doppelter Kreis, ist wirklich ein richtiger, ganz normaler System-Button. Je nach Hoover-Effekten kann man ihm natürlich auch hier hinterlegen. Kann man jetzt natürlich auch mit Farben belegen und so weiter und so fort. Ist auch hier eine passende Standardanwendung, die mitgeliefert wird, mit entsprechenden File-Menü, dass man auch seine Tabs damit reinbauen kann, mit seinen entsprechenden Toolbars, die man hier mit hineinsetzen kann. Ist ganz toll und ganz schön. Wie gesagt, kann man abends beim Bier stundenlang drüber diskutieren. Das andere, was ich kurz darstellen wollte, ist das entsprechende Styling von ein oder mehreren Formularen. Klar kann ich jetzt auch individuell meinen eigenen Buttons hier noch individuelle Stile hinterlegen, ob die jetzt einen Hoover-Effekt haben oder nicht. Auch innerhalb einer Anwendung kann ich natürlich unterschiedliche Stile haben oder auch wieder den gleichen kopierten Stil. Viel macht diese Anwendung nicht, außer mit ein paar Stilen hier rumhantieren, die natürlich auch High-DPI definiert sein können. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wie sieht das hier? Das ist jetzt hier ein ganz normaler Push-Button. Das ist jetzt hier auch ein entsprechender Push-Button, allerdings mit einem anderen Style. In der IDE selber gibt es da in der Voransicht nur eine sehr grundlegende Darstellung, das heißt von hellgrau auf dunkelgrau. Es ist keine echte Voransicht im Formulareditor, aber das ist auch soweit in Ordnung. Was ich jetzt noch zeigen wollte, ist der Scaled Graphics Driver. Das hier zum Beispiel ist ein ganz normales Image, Image gestretched, wie man so schön sagt. Es ist eigentlich eine relativ kleine Grafik. Und wenn man jetzt hier einfach mal guckt, da sieht man schon sehr deutliche Artefakte. Das heißt, hier wird gedeifert, hier wird entsprechend runtergerechnet. Und es gibt hier bei dem passenden Ereignis on Click
Im Image Picture Graphics gibt es neu eine Plugin-Architektur für verschiedene Skalierungsmöglichkeiten, die sehr effektiv ist. Wie gesagt, gehen wir nochmal auf None. Da sieht man es. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das an dem Bildschirm so gut sehen. Deswegen mache ich es mal ein bisschen größer. Sieht man sehr starke Artefakte. Nutze ich hier allerdings andere Möglichkeiten zum Rendering, zum entsprechenden Verwischen, sieht man hier durchaus einige deutliche Vorteile zwischen diesen verschiedenen Grafiken. Ich weiß jetzt nicht, ob das GoToMeeting so alles auch so schön sauber überträgt, aber ist eine recht schöne Sache. Es bedeutet nämlich auch, ich mache mal kurz eine neue VCL-Formularanwendung. Ich habe hier auch neue Möglichkeiten, natürlich auch mit dem entsprechenden Skalierung zu arbeiten. Dazu gehe ich mal in eine sogenannte Image Collection. Image Collection, wie gesagt, ist ein Container, in dem ich jetzt hier einige Grafiken hinzufügen kann. Diese Grafiken sind von Shell Icon K, so war das. Das ist im Prinzip relativ hochauflösende Grafiken, Katzen, klar, die ich jetzt hier mit drin habe. Wie gesagt, eine Image Collection, die es mir ermöglicht, diese Grafiken vorzuhalten in durchaus sehr großen Grafiken. Man sieht jetzt ja auch schon, das sind also wirklich, ich weiß jetzt nicht, 256 mal 256 große Icons, die ich jetzt natürlich auch in passenden VCL-Komponenten hier vorhalten kann, wie zum Beispiel auch einem Virtual Image List, das wollte ich jetzt mal machen. Virtual Image List ist ja im Prinzip ein Container für eine oder mehrere Grafiken. Greife ich jetzt auf die Image Collection zu. Die haben jetzt eine Größe von 16 mal 16 Punkten. Jetzt kann ich jetzt natürlich sagen Autofill und jetzt gibt es auf einmal hier 15 Images, die von dieser Größe hier heruntergerechnet worden sind über einen entsprechenden Algorithmus, wie die jetzt interpoliert werden, den ich hier auswählen kann. Habe ich jetzt hier eine entsprechende Toolbar, brauche ich jetzt hier natürlich eine entsprechende Image List. Da nehme ich jetzt hier die Virtual Image List, kann jetzt hier natürlich neue Schalter hinzufügen und die sind jetzt hier einfach 16 mal 16 groß. Jetzt kann ich das Ganze natürlich auch mal simulieren, indem ich hier mal eine Schaltfläche drauf mache und simuliert die Skalierung hier mal erhöhe. Wir haben hier so eine schöne Scale bei 2,1, das heißt, hier soll es einfach mal vergrößert werden. Gehe ich nochmal in das Formular, denn auch die neue Komponente, die Virtual Image. Virtual Image, da haben wir sie. Die kann jetzt natürlich auch auf der entsprechenden Image Collection und auf ein Image zugreifen. Ja, was nehmen wir jetzt einfach mal? Eine schöne Katze, nehmen wir die. Gut, Katze, die hier auf Klo geht. Die hat jetzt nur eine bestimmte Auflösung, eine bestimmte Höhe, eine bestimmte Größe, Breite, 105 mal 105 hat sie jetzt an der Stelle. Aber wenn ich das Ganze jetzt mal starte und simuliert auf einem größeren Bildschirm laufen lasse, sieht man dann auch, dass die Grafik hier trotz alledem richtig skaliert wird. Insbesondere hier sieht man das dann auch bei den Grafiken innerhalb meiner Toolbar. Das wird hier dann auch auf passenden zusätzlichen High-DPI-Monitoren richtig skaliert. Schöne Sache. Was haben wir sonst noch? Den Edge-Browser. Den will ich auf jeden Fall nochmal zeigen. 8 Minuten schon über die Zeit. Egal. Edge-Browser ist eine eigenständige Komponente. Kann ich erstmal hier platzieren, aber dafür habe ich einige Voraussetzungen. Das erste ist, Microsoft hat die Funktionalität des Kapselns des Edge-Browsers in anderen Anwendungen nur in neueren Versionen des Edge-Browsers implementiert. Ich habe hier den Edge-Browser installiert, man sieht es vielleicht auch schon am Icon, in der Canary Edition. Can steht da drauf. Aktuell ist die Version 85. Canary Edition bedeutet, wir setzen mindestens Version 82 voraus. Die gibt es im normalen Endbenutzerkanal für den Edge-Browser noch nicht. Dieser Edge-Browser in der Version 82, hier mittlerweile Version 85, hat diese Funktionalität. Was ich auch noch haben muss, ist, ich gehe in den Get-It-Package-Manager, dazu gleich noch einiges mehr,
Und gehe einfach mal in den Bereich von installiert. Was ich nämlich schon installiert habe, ist das sogenannte EdgeView 2 SDK. Kommt von NuGet, sind im Prinzip zwei DLLs, die mitgeliefert werden, die passenderweise die grundlegende Funktionalität hier von dem Edge kapseln. Die werden installiert und ins Redist-Verzeichnis von Delphi vom C++-Builder mit hineinkopiert. Einmal als 32-Bit-Edition, einmal als 64-Bit-Edition. Diese DLL muss ich mitgeben. 400 Kilobyte, 300 Kilobyte in der 32-Bit-Edition, nicht viel mehr. Das heißt, habe ich den Edge auf meinem Zielsystem installiert in der passenden Version? Ja, das wird sich im Laufe der Zeit bessern. Es wird auch in einem Standard Edge Chromium mit drin sein. Dann funktioniert das auch auf dem Zielsystem. Also diese DLL. Passenderweise habe ich diese DLL einfach ins SysWoW64-Verzeichnis für 32-Bit-Anwendungen kopiert, sodass ich also jede meiner Anwendungen mit dabei habe. Also Edge in der Canary-Version, WebView Loader DLL habe ich ja auch mit installiert. Dann kann ich die Komponente benutzen. Wie kann ich sie benutzen? Ja, das ist jetzt nicht besonders kompliziert. Mache ich hier noch ein Edit mit rein. Mache noch mal ein bisschen Alignment beziehungsweise Anchors. Das Ganze noch an links und rechts und oben und unten hier. Den mache ich jetzt auch noch mal Anchor Right, dass er sich sozusagen immer hier ein bisschen mit vergrößert. Ein Button mit dazu. Schön wird es nicht, aber dafür selten. Nicht auf links, sondern auf rechts. Und wenn dieser Button gedrückt wird, was soll dann jetzt hier passieren? Dann sollen wir auf den Edge-Browser gehen. Edge-Browser, da haben wir ihn. Der hat natürlich auch eine schöne Methode, die heißt Navigate. Und wohin möchten wir navigieren? Zu Edit1.text. Gut, alles prima, kann das starten. Und glauben Sie mir jetzt, dass das ein Edge-Browser ist? Ja, man sieht es im Prinzip schon, wenn ich hier die rechte Maustaste draufdrücke. Dann hat er ein spezielles Kontextmenü, ist nicht der Internet Explorer. Kann ich jetzt nach HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash, wo gehen wir mal hin? www, embarcadero.com. Button ist nicht der Default-Button und so weiter und so fort. Aber im Groben und Ganzen habe ich jetzt hier den Edge-Browser in meiner Anwendung in kürzester Zeit mit all seinen Möglichkeiten implementiert. Gut, prima. Was hatte ich sonst noch gesagt? Ich lösche den einfach mal. Ich nehme nämlich mal den normalen Webbrowser. Den normalen Webbrowser, das ja ein ActiveX-Control ist und das man hier in VCL-Anwendungen einbetten kann. Sage ich auch nochmal Left, Right, bla bla bla. Der heißt jetzt natürlich Webbrowser. Jetzt könnte ich meine Programmierung umstellen oder ich sage jetzt einfach, meinen Namen möchte ich jetzt umändern. Wo haben wir den Name? Webbrowser. Den nennen wir jetzt mal Edge Browser 1. Okay. Ist jetzt gefaked, also vom Namen her. Spar mir dann die Programmierung. Könnte ich jetzt auch wieder versuchen zu starten. Sollte jetzt hier einfach mal durchgehen. www.heise.de ist kürzer zu tippen. Und jetzt will man natürlich auch wieder das typische Problem vom Internet Explorer sehen. Meldung, 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 bla bla bla. Wollen wir ja alles nicht. Und da sagen wir jetzt einfach mal, der Internet Explorer, der jetzt hier Edge Browser heißt. Der hat eine Eigenschaft, die heißt Silent Whirlpool. Die setze ich einfach mal auf True, damit er einfach mal die Schnauze hält, sozusagen. Ja, nein. Und starte das Ganze nochmal. Dann ist er auch mal ruhig. www.heise.de tippt sich schneller als embarcadero.com. Und jetzt haben wir hier den ganz normalen Webbrowser drin. Als unter dem Namen, hallo, ich wollte ein bisschen vergrößern, mit all seinen Darstellungsproblematiken. Vielleicht merken wir uns einfach mal, wie diese Webseite aussah. Ja, sieht so mittelmäßig aus. Aber, und das wollte ich jetzt eigentlich zeigen, ist diese klassische T-Webbrowser-Komponente, die hat auch eine neue Property. Da haben wir sie, Select Engine. Da kann ich nämlich jetzt sagen, Edge if available. Das heißt, meine klassische Anwendung, meine bestehende Anwendung mit T-Browser-Komponenten, die kann ich jetzt Select Engine, Edge if available umsetzen und setze das jetzt an der Stelle mal um. Gehe mal hier den Browser. Er hat jetzt hier automatisch erkannt, hier sollte der Edge da sein. Ah, er hat auch den Edge hier integriert mit allem, was dazugehört. Haben wir den Button gedrückt. Dann sollte die Seite jetzt auch kommen.
Haben wir da einen Tippfehler? Oder warum kommt die nicht? Gut, Seite kommt nicht. Haben wir da irgendwo ein Problem? Wahrscheinlich fehlt da wieder was. HTTP, /. Manchmal muss ich es mit angeben, manchmal muss ich es nicht mit angeben. Sieht jetzt ähnlich aus, aber dann halt eben mit Werbung und Animationen und so weiter. Ist ein modernerer Browser, kann man beim vierten Bier abends drüber streiten, ob der moderne Browser immer der bessere ist. Ja, ist die Antwort. Gut, Stile, Skalierung, Titlebar hatten wir soweit, Edge Browser. Gehen wir mal weiter. Neue FireMonkey-Funktionalitäten haben wir nämlich natürlich auch ein paar drin. Wir haben die Metal-API, Metal 2-API für iOS und für Mac Desktop. Das ist wirklich eine richtig schöne Sache. Habe ich mal ein bisschen mit rumgespielt die letzten Tage. Und es gibt Anwendungen, die sind deutlich beschleunigt, was die Grafikausgabe begibt. Muss nicht unbedingt auf alles immer zutreffen. Kann auch mal sein, dass ich trotz Metal API langsamere Darstellungen habe. Aber es ist davon auszugehen, dass Quartz API und OpenGL von Apple bald komplett verboten wird. Stand meines Wissens ist es immer noch erlaubt, aber gerade auf der Kippe, es ist deprecated, wie man so schön sagt. Im iOS-Bereich haben wir natürlich auch den T-Web-Browser auf WK-Webview umgestellt. Das ist auch eine Anforderung, die Apple mittlerweile umgesetzt hat. T-Media Player nutzt mittlerweile die Audio-Video Foundations unter macOS. Also auch da haben wir unter der Haube viel gemacht, wo es keine oder nur sehr geringe Umstellungsaufwände gibt. Aber Apple fordert einfach an der Stelle immer mal wieder neuere Technologien, findet man auch bei Google und so weiter und so fort. Hat einige Vorteile, hat auch einige Nachteile. Ja, muss man anpassen. Ja, das müssen alle Entwickler weltweit anpassen. Aber wir versuchen die Migration, die Anpassungsnotwendigkeiten möglichst gering zu halten. iOS-Stilprüfung und Änderungsbenachrichtigungen, auch da gab es wiederum Anpassungen, genauso wie auch im sogenannten Storyboard. Storyboard ist eine entsprechende Einstellung einer iOS-App, die sagt, wie eine Anwendung zu starten hat. Da haben wir eine minimale Umsetzung mit dem Storyboard umgesetzt. Das heißt, man kann Farbe definieren, Vordergrundfarbe, Icon definieren, was immer zentriert ist. Das ist unter Projektoptionen, Anwendungen, Symbolen. Symbole definiert. Man kann allerdings auch ein kundenspezifisches Storyboard hinterlegen. Wir haben jetzt den klassischen Splash-Screen, den Apple nicht mehr erlaubt, mit einem Icon und einem Storyboard in der entsprechenden plist-Datei umgesetzt. Ja, Apple hat da mal wieder ein bisschen was gemacht. Wir haben es umgesetzt. Apple fordert es auch. Gut, wir haben es umgesetzt. Google fordert auch andere Dinge, die sieht man hier, zum Beispiel die Unterstützung von Android 29 API. Ja, Google fordert immer wiederum Unterstützung von neueren APIs. Im August, November 2020 ist es zwar erst gefordert, aber wir haben es heute schon umgesetzt. Ich erinnere da an das letzte Jahr, wo das irgendwo im August zum relativ großen Knall gekommen ist. Wir sind aber heute diesmal schon darauf vorbereitet. Und ich garantiere euch, ich garantiere Ihnen, innerhalb des nächsten ein, zwei Jahres wird es wieder eine neue Anforderung geben und wir werden sie auch wiederum umsetzen. Das ist ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Gut. Auch hier bei der App-Bundle-Unterstützung mit den entsprechenden Manifest-Attributen gab es jetzt natürlich auch wiederum eine Anpassungsnotwendigkeit. Haben wir mit 10.4 umgesetzt. Mein wichtiger Hinweis ist, wenn ihr mobile Anwendungen habt, wenn Sie mobile Anwendungen haben, löschen Sie bitte die Template-Datei in Ihrem Projekt. Sichern Sie sich diese natürlich und lassen Sie diese neu erzeugen und führen Sie dann manuell die Änderungen wieder in Ihre Template-iOS oder Template-Android-Datei über. Diese Template-Dateien ist nämlich die Grundlage dafür, wie die entsprechenden Projekteigenschaften gesetzt werden. Und da muss man jetzt wirklich drauf aufpassen. Für FireMonkey haben wir auch einige Verbesserungen mit hineingebracht. Wir haben die T-Memo-Komponente für Windows mit einer besseren Input-Method.
IME, Input Method E, Environment Engine. Ich weiß gar nicht, wofür es steht. Also die Eingabemethode für das Memo, da gab es ein paar Komplikationen, die haben wir umgeschrieben, die haben wir komplett neu gemacht. Das ist ein neues Refactoring für das T-Memo. Da gab es bei den FireMonkey T-Memos, ich will nicht sagen, ein paar Stolpersteine, nein, das waren schon ausgewachsene Probleme. Das haben wir komplett refactored und deutlich besser geworden. DirectX-Integration für AppX-Modelle, um sie in den Microsoft Store zu kriegen. Weil hier FireMonkey auf DirectX aufsetzt, muss es da ein paar Anpassungen geben. Jetzt funktioniert das wirklich gut, verspreche ich an der Stelle. Und die FMX, die FireMonkey Linux IDE-Integration ist jetzt eine vollwertige Integration. Nein, es wird immer noch nicht automatisch mitinstalliert. Die aktuelle Version bekommen Sie auch weiterhin über Getit. Aber ich kann meine Komponenten jetzt auch in einem FireMonkey Form positionieren, wenn ich aktuell als Zielplattform Linux eingestellt habe. Das hilft deutlich. Das ist jetzt auch bei neuen FireMonkey-geräteübergreifenden Anwendungen als Standardplattform immer automatisch mit dabei. Ja, das sind einfach ein paar grundlegende Änderungen, die wir gemacht haben. Früher war das so ein Plugin von Eugene, der das gebaut hat. Also toi toi toi, hat er richtig gut gemacht. Funktioniert auch sehr gut. Aber es war einfach ein paar Limitierungen unterlegen, die ich innerhalb der IDE hatte. Die haben wir aus dem Weg geräumt. Das ist gut. Buffered-Layout-Steuerung. Das ist auch eine schöne Sache. Das ist ein Layout, also ein Container, ein visueller Container, den ich in meine FireMonkey-Anwendung hineinlegen kann, der gebuffert wird. Das heißt, die Darstellung von Kontrollelementen oder ganz allgemein visuellen Elementen innerhalb meines Formulares werden gebuffert. Dadurch sind sie halt eben deutlich flickerfreier. Schnelle Aktualisierung, die werden also wirklich ruckzuck dargestellt, hat den riesengroßen Nachteil, dass sie Speicher benötigen. Unter Umständen sehr viel Speicher. Denken Sie da bitte auch an ein altes Android-Telefon, was nur einige Megabyte, wenige Megabyte, wenn überhaupt ein Megabyte RAM hat. Kann Vorteile bringen, muss keine Vorteile bringen. Auf Desktop-Anwendungen ist das im Allgemeinen kein großes Problem, gibt allerdings dafür eine rasend schnelle flickerfreie Darstellung innerhalb von FireMonkey-Anwendungen. Wir haben auch bei FireMonkey ein paar Dinge unter der Haube gemacht, Symbolleistenkomponenten mit Hints. Wenn es darum geht, ZWJ-Sequenzen innerhalb von Emojis darzustellen, haben wir das auch umgesetzt. Was Sie hier sehen, sind vier Gesichter, ein Mann, eine Frau, ein Mädchen und ein Junge. Das wird bei ZMJ-Sequenzen automatisch in ein Unicode-Zeichen umgesetzt. Sie werden es kaum glauben, wenn Sie das hier, diese vier zusammengestellten Icons kopieren in die Zwischenablage, werden zwei Unicodes, Entschuldigung, vier Unicode-Zeichen in die Zwischenablage kopiert und als Klammer als gemeinsames Icon dargestellt. Ich habe das tatsächlich so rüber kopiert und dann kamen hier die vier Icons hier rein. Dann habe ich hier nochmal die Grafik explizit nochmal hineingebracht. Textlayout, deutlich verbesserte Leistung. Kennt man ja im Prinzip. Jede neue Version hatte eine verbesserte Leistung in diesem Umfeld. Aber das Buffered-Layout, das ist wirklich gut, wenn man denn den Speicher dazu hat. Und auch die Kleinigkeiten oder die größeren Kleinigkeiten unter der Haube, was FireMonkey betrifft und die wir da verbessert haben, ist wirklich sehr gut umgesetzt. Gut, diese Anwendung möchte ich mal nicht speichern. Die habe ich ja schnell wieder zusammengesetzt. Doch, ich bin auch schon etwas über die Zeit. Lasse ich mich nicht von irritieren. Ich will hoffen, Sie sind immer noch dabei draußen an den Fernsehempfängern und da sehen wir auch schon gleich die nächste Katze. Diese Katze, die will ich laufen auf macOS 64-Bit. Jetzt kann ich die Benutzung der Metal Engine an einer zentralen Stelle umstellen. Dazu sage ich einfach mal, ups, nicht da, sondern hier einfach mal Steuerung V. Hallo, Steuerung V, ich will den Quelltext sehen, ich will den Quelltext sehen. Wo bin ich denn jetzt? Da müssen wir hin. Quelltext anzeigen.
Global Use Metal, das kann ich einfach vor dem Initialisieren der verschiedenen Formulare, kann ich das dementsprechend ein- oder ausschalten, Steuerung Doppelkreuz. Ich habe auf macOS 64 das Ganze hier portiert. Geht da mal ein bisschen schneller drüber. Und lasse das jetzt an der Stelle mal kompilieren. macOS 32 ist zum Beispiel auch komplett rausgeflogen. Gibt es gar nicht mehr als Plattform in dem Sinne. Kann ich hier bei den Zielplattformen auch gar nicht mehr hinzufügen. iOS-Simulator ist noch eine andere Sache. Metal is off, wird hier einfach nur gelesen, diese globale Variable und so weiter und so fort. Sehe ich eine drehende Katze? Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie das über GoToWebinar rüberkommt. Ob das flackert, ob das sich überhaupt dreht, ob die Katze irgendwo flüssig ist und so weiter und so fort. Ich sehe nur, hier werden hier knapp ein Megabyte an Daten immer übertragen. Was ich aber hier sehe, ist die Bilder pro Sekunde. Das ist innerhalb von macOS so ein kleines Utility. iStart Menu heißt es. Die zeigt mir dann auch an, ja, wie viel hat der Prozessor hier momentan aktiv zu tun, wie viele Bilder pro Sekunde gehen das. Da macht er jetzt hier so gute 60 Bilder. Metal ist off. Jetzt kann ich natürlich auch mal Metal anschalten. Das Ganze hier nochmal neu kompilieren, deployen und rübergeben. Das geht hier relativ zügig. Compile-Vorgang ist ja auch hier recht schnell abgeschlossen. Das Ganze wird jetzt hier rübergegeben, ist eine Debug-Konfiguration, werden also schon mal ein paar rübergegeben. Ich habe jetzt hier im Allgemeinen eine schnellere Grafik. Es gab durchaus Situationen, da hat er wirklich, je nachdem, was er jetzt machen muss, GoToWebinar läuft im Hintergrund und zieht auch wirklich Leistung. Das sehen Sie hier oben auch. Der Prozessor hat ja halt eben auch ein bisschen was zu tun und so weiter. Aber das war schon beeindruckend, je nach Situation, ob meine CPU jetzt was zu tun hatte oder nicht zu tun hatte, dass er hier also deutlich mehr Bilder pro Sekunde geliefert hat. Ist kontextabhängig. Metal kann Ihnen an der Stelle wirklich einen echten Vorteil bringen, muss Ihnen nicht unbedingt bringen, funktioniert auf macOS Desktop, funktioniert auch auf iOS. Apple verlangt es mittlerweile an der Stelle, wir haben es umgesetzt, wir haben eine recht gute, unproblematische Umsetzung dafür, die man leicht nutzen kann. Und ich bin eigentlich je nach Situation sehr zufrieden damit. Linux-Unterstützung. Für jede neue Cross-Plattform-Anwendung, geräteübergreifende Anwendung, wird die Linux-Plattform hier mittlerweile auch hinzugefügt. Ergibt jetzt hier keinen Sinn, aber ich kann jetzt hier auch ganz normal meine Button auch bei einer macOS-Anwendung hinzufügen. Ich kann auch Linux hier auswählen und hier einen Button hinzufügen. Auch das funktioniert. Mache ich jetzt mal soweit rückgängig. Das ist jetzt hier automatisch mit drin. iOS-Gerät stelle ich hier mal ganz bewusst ein, um auch nochmal einen kurzen Blick in die Storyboards zu werfen. Da sehe ich nämlich dann auch hier die passenden Symbole. Ich habe da hier die Plattform mit drin. Wie gesagt, iOS 32 ist nicht mehr dabei. macOS 32 ist auch nicht mehr dabei. Sieht man dann hier auch die grundlegenden Einstellungen für das Startbild, die abgebildet werden auf ein Storyboard. Das wird in der plist-Datei umgesetzt. Apple verlangt das so. Wir haben es jetzt an der Stelle mittlerweile umgesetzt. Meine schöne Katze mit den neuen Buttons will ich hier mal nicht speichern. Gut, C++, da gibt es natürlich auch ein paar kleinere Neuerungen, ein paar größere Neuerungen in diesem Umfeld. Wir haben für das C++-Debugging-Szenario mittlerweile einen neuen Debugger. Einen neuen Debugger für Windows 64 für den CLang-Compiler. Dieser basiert auf dem LLDB. Wir sind einer der ersten, wenn nicht gar sogar der erste Hersteller, der das in einer größeren IDE wirklich so umgesetzt hat. Und dieser LLDB-Debugger für Win64, für den C++-Builder, hat einige entscheidende Möglichkeiten. Er ist deutlich stabiler. Wenn Ihnen früher im C++-Builder Debugging die ganze Kiste um die Ohren geflogen ist, tut uns leid, ja. Lag an der internen Struktur, lag an dem internen Memory Management, lag an den Prozesskommunikation.
Mit dem LLDB haben wir deutlich und auch unsere Kunden während des Beta-Tests deutlich positivere Erfahrungen gesammelt. Das Ganze geht natürlich auch runter, dass man hier auch Formatierer hat, je nachdem, was für ein Typ ich unter der Haube habe. Habe ich hier ein Mac, habe ich hier komplexe Typen, habe ich hier ein Delphi-String, habe ich hier ein Standard-String, habe ich irgendwas aus der SDL, und so weiter und so fort, wird mir das an der Stelle auch passenderweise schön dargestellt. In den lokalen Variablen innerhalb der Tooltip-Evaluation wirklich recht schön. Wir haben auch mehr C++-Bibliotheken mit hineingebracht. Ja, es fehlen in Gedit ganz allgemein noch einige Dinge. Der Navigator, die entsprechenden Bookmarks fehlen. Es gibt hier auch die Knopka, VCL-Controls, oder die Radiant Shapes und so weiter. Das fehlt alles noch in Gedit, werden wir nach und nach nachliefern. Seitdem ich es installiert hatte, waren es irgendwie knapp 100 Komponenten vor ein paar Tagen. Mittlerweile sind es weit über 100 Komponenten. Ja, da ist noch ein weiter Weg, aber das werden wir und dabei sind wir tagtäglich dran, nach und nach mitliefern. Boost ist aber dabei für den C++-Builder. Boost in der Version 1.7.0 für die C-Lang-Compiler und der klassischen 1.5. Version für den Classic Compiler. Da gab es auch mal Problematiken bei der 10.3er-Version. Viele C++-Bilder-Kunden konnten gar nicht entwickeln, weil Boost gar nicht dabei war und Boost ist wichtig. Hier sind die Boost-Bibliotheken gleich mit dabei. Wir haben aber auch weitere C++-Bibliotheken mit hineingebracht. libsint, pp, Nematode, SDL und weitere. Mir sagen die ehrlich gesagt nicht so viel. Das ist ein Portable Header Only Zero Overhead C++ Low Level SMD Library. Gut, nehme ich mal so mit dabei. Wie gesagt, C++ ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. CMake haben wir auch verbessert. CMake ist ja prinzipiell die Möglichkeit, über die Kommandozeile Projekte zu kompilieren, wofür es keine C-Builder-Projektdatei gibt. Das heißt, ich gehe irgendwo in ein Repository, habe eine C++-Bibliothek, ein C++-Projekt, habe aber keine C++-Builder-Projektdatei und ich kann sie mit CMake einfach durchjagen. Da gibt es ja von Google entsprechende Bibliotheken, da gibt es auf GitHub Vielzahl von C++-Bibliotheken, die ich einfach benutzen will, aber wo ich kein C++-Builder-Projekt für habe. Das kann ich mit CMake über die Kommandozeile. Da haben wir ein paar Erweiterungen hineingeführt. Viele Dinge, auf die CMake oder diese Bibliotheken angewiesen sind, die haben wir mit 10.4 nachgeführt. Wir haben auch, und das ist ganz wichtig, viele Internal Compiler Errors, ICEs, ausmerzen können mit dem neuen C++-Builder. Also haben wir unter der Haube sehr viel gearbeitet. Auch hier wiederum das Memory-Modell von Arc auf Non-Arc umgestellt, passend zur Delphi-Seite. Also wenn man entsprechende VCL-Komponenten kreiert, muss man sie an der Stelle auch wiederum freigeben. Ein paar Dinge dazu kann ich auch dazu zeigen. Da gehe ich mal in ein C++-Builder-Projekt hinein. Da ist eine komplette Projektgruppe. Da habe ich hier zum Beispiel mal einen C++-Vektor, Standard-Vektor aus der SDL heraus. Und ich setze hier einfach mal einen Breakpoint. Ich habe den Zielplattform Win64 gesetzt. Starte ich das jetzt in einer Debug-Umgebung, wird das jetzt mit dem neuen LLDB gestartet. Das ist ein Kommandozeilenprogramm. Man sieht hier die lokalen Variablen. Das hat ein bisschen gedauert. Er kommuniziert mit dem LLDB, also er holt sich die Informationen heraus. Ich sehe allerdings auch in der Thread-Darstellung, wo ich jetzt dann momentan auch bin, die entsprechenden lokalen Variablen werden hier rausgezogen. Ich sehe natürlich auch, wie heißt mein Vektor hier? Vektor. Ich gehe mal hier in einen Schritt weiter. Da ist der Vektor hier als lokale Variable dargestellt. Kann jetzt sich natürlich auch über die entsprechende Tooltip-Evaluation hier ausholen. Er holt sich die Informationen aus dem LLDB raus. Deswegen baut er die an der Stelle auf. Aber glauben Sie mir, mit größeren Projekten ist das wirklich deutlich besser. Also da merkt man wirklich die Qualität auch des LLDBs, den wir hier unter der Haube benutzen.
Im Get-It-Package-Manager, da gab es natürlich auch so zwei, drei Randbemerkungen. Natürlich die C++-Library, mittlerweile sind wir bei 116 insgesamt. Die Boost-Bibliotheken, oh, die 1.3.9, nicht die 1.5.5, die 1.3.9 ist mit dabei für den Classic-Compiler. Boost 1.7.0, also halbwegs aktuelle. Und noch weitere Bibliotheken, die wir für den C++-Builder mitgeliefert haben. Ja, ich weiß, da fehlen noch einige, Konopka, Navigator, Bookmarks, so die bekannteren, die sind noch nicht dabei und so weiter und so fort. Im Zuge von Get-It, und das sei an der Stelle jetzt auch mal kurz erwähnt, hier natürlich auch der Hinweis dazu, wir haben eine ISO-Installation. Dazu gehe ich mal in mein Downloads-Verzeichnis. Ne, ich habe es gar nicht mehr dabei. In der ISO-Datei gibt es eine ESD.exe und eine riesige GOF-Datei. GOF, die ist 6 Megabyte, Entschuldigung, 6 Gigabyte groß. GOF steht für Get It Offline File. Und dieses Executable ist das gleiche Executable, was man beim ESD-Installer dabei hat. Ich habe die also wirklich auch mal binär verglichen. Es ist einmal immer die gleiche originale ESD-Datei für die Installation des Red Studios. Die schaut nach, liegt neben dem Executable noch die GOF-Datei von entsprechender Größe. Dann holt er sich die ganzen Daten aus diesem Offline. Es gibt natürlich ein paar Dinge im Bereich von Microsoft SDK und so weiter und so fort oder die Google SDKs, wo es eventuell eine Online-Verbindung geben muss, die dann auch wiederum online gezogen werden. Aber die Grundinstallation bekomme ich ganz normal über die Setup-Exe, sage ich mal so frei, Red Studio 10.4 ESD.exe, wie sie heißt, oder 99797. B.exe und der zusätzlichen GOF-Datei. Mehr steckt in der ISO gar nicht drin. Hat man allerdings von der GOF-Datei, also offline installiert, muss man eventuell, wenn man hier Get-It bemüht, vorher noch ein kleine Dinge umschalten, und zwar den Get-It Command Executable. Den muss man umstellen mit minus C gleich use online, use online. Kann man jetzt an der Stelle über die Kommandozeile den auch sagen, gehe immer online oder bleibe offline, damit dann auch Get-It funktioniert. Ist in den Release Notes in den Englischen enthalten. Ich weise aber gerne nochmal darauf hin. Es gab nämlich schon einige Benutzer in der Delphi-Praxis, die hatten damit kleineres Problem gehabt, ist aber auch wiederum beschrieben. Gut, minus 21 Minuten habe ich noch. Ha. Gut, sind nur noch ein paar Folien, um das Ganze abzuschließen, um dann in den Frage-Antwort-Bereich zu gehen. Wir haben eine neue IDE-Titelleiste, die basiert wirklich selber auf der Titlebar. Das ist deutlich unproblematischer, was Flickering und was Darstellung betrifft. In Dateien suchen, durchsucht auch natürlich in den geöffneten Dateien, in den Projektdateien, aber zeigt eine Liste aller Fundmarken innerhalb meiner Suche an. Das Ganze wird innerhalb der IDE wirklich besser und schöner dargestellt. Da geht nicht mehr von Sprung zu Sprung, sondern ich habe eine Liste und kann wirklich aus dieser Liste auswählen. In der Editor-Statusleiste kann ich den Syntax-Highlighter ändern, kann ich die Schriftartgröße verändern. Sieht man hier unten in der Folie, da sieht man einfügen, geändert, Delphi, Codierung und die Schriftgröße, die ich jetzt hier auch in dem Editor ändern kann. Beim Objektinspektor mit Tabulator oder Cursor-Tasten hin und her zu springen, das war manchmal ein bisschen kompliziert oder nicht besonders hübsch, haben wir ein paar Verbesserungen gemacht. Und was auch sehr, sehr schön ist, die Willkommensseite zeigt Patches an, falls diese verfügbar sind. Setzt natürlich voraus, dass die Willkommensseite aufs Internet zugreifen kann. Im Notfall muss ein Proxy konfiguriert sein in der Systemsteuerung. Scheitern manche Leute auch. Also ich brauche einen Zugang zum Internet. Die Patches können dann auch direkt heruntergeladen werden, installiert werden. Ich sehe nämlich hier zum Beispiel auch Updates, wenn ich hier mal auf die Updates gehe. Entschuldigung, Patches und Hotfixes. Wo sind wir jetzt? Haben wir jetzt hier? Ne, haben wir nichts drin. Alle Patches und Hotfixes.
Wenn ich das in der richtigen Kombination wähle, sehe ich nämlich hier auch 10.4 Patch 1, der ist schon installiert. Der wurde mir jetzt vor 2 Tagen einfach auf der Willkommensseite hier, ups, machen wir mal beenden, hier als IDE-Patch dargestellt. Kann ich dann direkt hier installieren. Klick drauf, geht in Get It, braucht wie gesagt Internetverbindung und dann geht es auch schon wiederum weiter. Neue Funktionen der Installationsroutinen. Wie gesagt, ein paar Plattformen haben wir zusammengefasst. Win32, Win64 für Delphi ist jetzt nur noch Delphi. Da gab es viele Abhängigkeiten unter der Haube. Wir haben uns dazu entschieden, wenn ich Win32 installiere, bekomme ich sowieso 80% von Win64. Wir machen es in einem Rutsch. Es ist nur noch Delphi. Dann hat man Win32, Win64. Betrifft natürlich auch C++-Bilder. Es gibt ein paar Dinge, die an der Stelle rausgeflogen sind, wie zum Beispiel C++ Android. Android Enterprise, ja, ist hier noch installiert, aber es ist kein 64-Bit dabei. Da arbeiten wir jetzt an der Stelle auch. Also wir machen explizit innerhalb der Installationsroutine nicht mehr die Unterscheidung 32-Bit, 64-Bit, zum Beispiel macOS, iOS und so weiter und so fort, sondern es ist nur noch ein Punkt. Andere zusätzliche Compiler werden wir auch in der Planung mit umsetzen, um es mal so rum auszudrücken. Gerte, gibt es ein paar Verbesserungen, Filterungen? Bin ich gerade selber drüber gestolpert? Kann man sich auch kaputt filtern? Muss man immer darauf achten, was dabei ist? Aber wir haben Updates, wir haben auch Pakete nur für Abonnementen, für Leute mit einem Abo. Das heißt, gibt es vielleicht bestimmte Pakete, die nur Leute bekommen, die eine aktive Update-Subscription haben. Da haben wir neue Kategorien, Filterungsmöglichkeiten innerhalb von Getit mit hineingebracht. Hier steht noch Plan, in Zukunft Patches über Getit bereit zu bestellen. Ja, es ist schon passiert. Vor 2 Tagen gab es schon den ersten Patch. Und da muss ich nicht irgendwie ein ZIP-Archiv auspacken. Klar, ZIP-Archiv gibt es weiter. Finden Sie immer noch auf cc.embarcadero.com/rec/delphi oder /rec/C++-Bilder oder aber auch auf my.embarcadero.com, ein neues Portal zum Lizenzen darstellen, Lizenznummern, Downloadportal, my.embarcadero.com, einfach mal merken. Aber ich muss die ZIP-Archive nicht mehr entpacken und in die richtigen Verzeichnisse. Das macht er automatisch. Sehr schöne Sache. Über 1000 verschiedene Qualitäts- und Leistungsverbesserungen unter der Haube, 700 vom Kunden gemeldete. Wichtige Schwerpunktbereiche, wo wir Bugfixes geliefert haben mit 10.4, sind Visual Live Binding, App Tethering, Bibliothek für die parallele Programmierung, C++, gerade unter der Haube, was die Werkzeugkette betrifft und die RTL-Performance. Was jetzt hier das Visual Live Bindings betrifft, da gab es einige Neuerungen, wie zum Beispiel auch die T-Field-Eigenschaften, wie Display Width Alignment, Edit Mask von VCL und FireMonkey gebundenen Steuerelementen können übertragen werden. Das heißt, habe ich jetzt hier irgendwo das zugrunde liegende Live Binding schon einmal definiert, kann das auf die entsprechenden visuellen Komponenten umgesetzt werden und da gibt es eine relativ große Anzahl. Bei der RTL haben wir im App-Tethering-Umfeld, also bei der Remote-Steuerung einer Anwendung durch eine andere Anwendung, über Wi-Fi, TCP/IP, über Bluetooth noch wieder Verbesserungen mit hineingebracht. Vieles gab es auch schon in 10.3.3. Die parallele Programmierbibliothek gibt es jetzt auch. Minimum Time-to-Wait-Parameter und ein Force-Queues-Parameter, um an der Stelle die parallele Programmierbibliothek besser umzusetzen, anzupassen, besser benutzen zu können. JSON-Lesen-Optimierung deutlich schneller geworden. Schön sind auch die Streams. Wenn Sie mit Streams arbeiten, das heißt, Sie haben irgendwo einen Input-Stream, einen Output-Stream, da gibt es mittlerweile auch einen Buffer-Size-Parameter. Wenn Sie Streams haben von einigen Kilobyte Größen, interessiert das nicht die Bohne. Wenn Sie aber Streams haben, die vielleicht Megabyte oder gar Gigabyte groß sind, dafür sind ja Streams da, und Sie wollen diese in Chunks schneller verarbeiten, in Teilbereichen schneller verarbeiten, dann sagen Sie jetzt nicht einfach, ich möchte 1024 Zeichen lesen, sondern gib mir einfach die nächsten
5 Megabyte, gib mir einfach mehr. Das kann auch durchaus sehr, sehr große Performance-Vorteile mit sich bringen. Diese Option haben wir bei den Streams mit hineingebracht. Ganz allgemeine Leistungsverbesserungen, auch bei RTTI, Runtime Type Information, mehr Möglichkeiten aus lebenden Objekten herauszulesen. In der Dokumentation gibt es auch viel davon. FreeNIL, Funktionssignatur, Missbrauch bei der Kompilierung aufzudecken. Das heißt Constant Reference, also Objekte, die über Referenz aufgerufen werden, als Parameter übergeben werden. Dass hier bei der Kompilierung schon entsprechende Warnungen gegeben werden, falls ich denn als Const Referenzwert hier trotzdem noch versuche, Änderungen durchzuführen. FireDeck hatte ich schon ganz am Anfang gezeigt. Der SQLite Driver kann man jetzt an der Stelle die Engine wählen. Default, Dynamic, Static. Default ist immer noch Static, das heißt, wird mit reingelinkt. Kann man aber auch auf Dynamic umstellen. Die DB-Image-Komponente hat neue virtuelle Methoden, DoLoadPicture, OnLoadPicture, Ereignisbehandlungsroutinen, dass man da also auch noch eingreifen kann. Möchte man das jetzt vielleicht noch irgendwie anders umstellen, darstellen, stretchen, hochskalieren, runterskalieren. Dafür gab es ja auch den entsprechenden Bitmap-Driver, den ich vorhin gezeigt habe, dass man da also auch schöne Möglichkeiten hat. Und es gibt jetzt bei den EMS Dataset Resources, bei Responsen daraus, also bei Antwortergebnissen daraus, auch einen sogenannten Gesamtwert an XJS zu übergeben für den Virtual Store. Das heißt, dass man also auch hier bessere Integration mit der JavaScript-Client-Bibliothek unseres Partnerunternehmens Censure innerhalb von XJS mit dabei hat. NetHttp-Client unterstützt CLS 1.3, gibt es ein paar Komplikationen mit Windows 7 und so weiter und so fort. Ist halt eben der native Client vom Betriebssystem. Braucht man jetzt an der Stelle wiederum einen kleinen Registry-Eintrag. Unter Windows 10 ist das alles kein Problem heutzutage mehr. REST Request kann eine asynchrone Anforderung abbrechen. Das ist auch schön. Getreu dem Motto, hol dir mal da, ich lege mich so lange wieder hin oder mach mal weiter. Und ich komme nichts mit dem entsprechenden Pointer auf die Methode, die dann ansprechen soll. Da passiert nichts. Und dann sich dann irgendwo sagen kann, ja, jetzt ist es mir auch egal. Vergiss diesen Request, Server ist wahrscheinlich down, ich gebe dem Benutzer darüber Informationen. Haben wir auch in 10.4 mit dabei. SOAP hat ein paar zusätzliche Funktionen, Send-Time-Out, Use Default Credentials Eigenschaften, falls ich mit Web Services arbeite. Der Amazon Region Type, der war vorher hardcodiert, da gab es fest definierte Regions für die Amazon Regionen innerhalb meiner Amazon Cloud Komponenten. Die kann man mittlerweile beliebig ergänzen. Ist ein Freitext. Die waren vorher hardcodiert, auch im Objektinspektor Dropdown, ohne Überschreibmöglichkeit. Ist im Allgemeinen kein Problem gewesen, aber Amazon kann das ja jederzeit mal ändern. Und Indie wurde auch noch aktualisiert. Zusammenfassung, ja, hurra, ich bin fast in der Zeit geblieben. Knappe halbe Stunde überzogen, eine gute halbe Stunde überzogen. Es gibt Professional mit Doppel-S, die Professional-Editionen, einschließlich der mobilen Plattform. Enthält IB-Lite, einfache Bereitstellung. Das ist ganz normal mit dabei. Es gibt die Enterprise-Edition, wesentlich volle FireDeck-Unterstützung. Datasnap ist dabei, Red Server. Drei wesentliche Punkte für die Enterprise-Edition. Und es gibt natürlich eine Red-Server-Bereitstellungslizenz für einen Server. Wenn Sie mehr wollen, brauchen Sie jetzt an der Stelle auch noch die Architect-Edition. Was ist sonst noch drin in der Enterprise-Edition? IB2Go-Bereitstellung für mobile Endgeräte. Da gab es früher nur das IB-Lite, mittlerweile IB2Go mit dabei. Und natürlich auch weiterhin die Enterprise-Connector-Lizenz von CData. Weiterhin bei der Enterprise-Edition dabei. Die müssten eigentlich schon so gut wie da sein, die Enterprise-Konnektoren auch für RedStudio 10.4 Sydney. Die Architect-Edition ist im Prinzip eine Enterprise-Edition. Kommt noch ein Aal mit dabei? Nein, und ein Pfund Bananen? Nein. Scherz beiseite, nach anderthalb Stunden Dauerlabern bin ich auch ein bisschen gestört im Kopf.
XJS Pro Lizenz, also das JavaScript Framework für die kleinseitige JavaScript Entwicklung. Gerade in Verbindung mit dem Red Server funktioniert das sehr gut. Aqua Data Studio Lizenz, ein universelles Werkzeug, um Datenbankmodellierung, Datenbankanpassung, Stored Procedures, Datenbank Debugging durchzuführen für unterschiedlichste Plattformen, dass das Oracle Sybase, Interbase, MS SQL ist, können Sie alles damit machen. Sehr schönes Werkzeug für die Datenbankmodellierung oder aber auch für das Schreiben von SQL-Skripten. Eine laufzeitbeschränkte Ranurex-Testlizenz auf 6 Monate. Und das ist eigentlich der Hammer, die Red-Server-Bereitstellung für mehrere Server. Sie haben das Bereitstellungsrecht für eine beliebige Anzahl von Servern, auch bei Kunden. Das heißt, wenn Sie eine Red-Server-Anwendung bauen und Sie wollen die an 10, an 15, an 20 Ihrer Kunden ausliefern, können Sie das mit einer Architekt-Edition, denn hier ist das unlimitierte Bereitstellungsrecht für mehrere Red-Server-Instanzen, auch bei unterschiedlichen Zielkunden. Kunden für Linux, für Windows automatisch mit dabei. Jetzt wahrscheinlich die Frage der Fragen, die auch in dem Frage-Antwort-Block hier 1000-mal gekommen ist mittlerweile. Da habe ich jetzt die ganze Zeit nicht reingeschaut. Wann gibt es eine Community Edition von Delphi? Wann gibt es eine Community Edition von C++ Builder? Die Antwort ist, sobald sie denn auch da ist. Nein, Scherz beiseite. Aktuell gibt es keine Community Edition von Red Studio oder von Delphi 10.4 Sydney, von C++ Builder 10.4 Sydney. Die werden wir mit einem späteren Release 10.4.x ausliefern. Das wird innerhalb der nächsten x Tage sein. X ist größer 2. X ist kleiner 100. 1000. Ich weiß es nicht genau. Also wir planen das definitiv. Gehen Sie mal davon aus, dass die Tage dann schon wieder kürzer werden, wenn wir eine Community Edition von 10.4 ausliefern. Klammer auf, die Tage werden auch schon in 3 Wochen wieder kürzer, Ende Juni. Also von daher, es wird noch ein bisschen dauern. Es kann 2 Monate sein, es kann 5 Monate sein. Es können 8 Monate sein. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja, es wird eine Community Edition geben mit einer zukünftigen 10.4-Version. Highlights, letzte Folie. Wichtige Verbesserung Delphi Code Insight. Haben wir gesehen, fand ich toll. In der Users Clause, innerhalb des Debuggings, irgendwo im Quelltext, kann ich das gut nutzen. Neue Delphi Sprachfunktion. Managed, Custom Managed Records. Records waren schon immer gemanagt. Ich kann jetzt allerdings Custom Managed, das heißt selber darauf eingehen, Initialize, Finalize und Assign kann ich ausprogrammieren. Einheitliche Speicherverwaltung für Mobile, Desktop, für Windows, für iOS, für Android, für Linux, einheitliche Speichermodell. Neue VCL-Komponenten. Ganz klar, Windows 10, Windows 10, Windows 10. Machen wir uns nichts vor. Windows 10 ist die Zukunft. Das sehen wir auch so. Das sehen mittlerweile auch viele Kunden so. Mit Windows 2000 und Windows XP. Nein, damit haben wir nichts mehr zu tun. 10.4 schaut in die Zukunft. Das umfasst natürlich auch High DPI-Stile. Entsprechendes Styling für die Anwendung auf der Windows 10-Plattform. Delphi auf der mobilen Plattform. Ja, wir haben einiges gesehen, wie Metal Support, wie entsprechende neue Android-Plattformen, wie das Storyboard für iOS, wie die entsprechende API-Level-Unterstützung, die von Google gefordert worden ist. Viele Datenbankverbesserungen. SQLite haben wir gesehen, Anpassungen an die neueren Datenbanken. Bin ich gar nicht drauf eingegangen. Offline-Online-Installation, auch das ist neu. Mit einer riesigen GoF-Datei, gleiche Installationsdatei, zusätzliche Datei dazu, komplette Offline-Installation. Natürlich bis auf SDKs von Microsoft und Google, die immer online installiert werden müssen. Innerhalb der IDE haben wir einiges getan. Editor, entsprechende Statusleiste des Editors, Suchenmöglichkeiten über Dateien aus dem Editor heraus. Viele kleine Dinge bis hin zum Objektinspektor, die wir verbessert haben. Genauso wie auch bei C++, neuer Debugger, Leistungs- und Qualitätsverbesserung unter der Haube, Internal Compiler Errors weitestgehend, nicht alle, gebe ich offen zu, weitestgehend, aber angegangen, umgestellt, ausgemerzt. Da haben wir viel gemacht.
Auch CMake haben wir erweitert für C++-Bilderkunden unter uns. Und natürlich noch einen großen Rutsch an über 1000 Qualitäts- und Leistungsverbesserungen an der Stelle. Gut, damit bin ich soweit durch. Ich habe hier rechts von mir eine Maus liegen, die ist aber nicht mit meinem MacBook verbunden. Also von daher nehme ich doch lieber mal das Touchpad. Und jetzt gehen wir in die Frage-Antwort-Runde. Etwas, auf die ich mich schon den ganzen Tag gefreut habe, denn da wird es einige geben. Gut, Webinar wird natürlich aufgezeichnet, das hatte ich anfangs schon mal gemerkt. Community Edition, auch diese Fragen gab es natürlich völlig berechtigterweise, habe ich an der Stelle auch schon beantwortet, dass es die geben wird, aktuell noch nicht. Gut, ja, das war natürlich alles live. Achim Kalver hatte hier gefragt, schon vor einer halben Ewigkeit. Thema Form, Title Byte, Code Insight. Hier fragt jemand eine relativ große, komplexe Frage. Da muss ich mal eben kurz drauf eingehen. Was will er denn jetzt hier? Ach, Kasper. Nee, der hat mir Quelltext geschrieben. Alexander Jung kann ich jetzt in der Form hier auch nicht alles beantworten. Er hat mir Text geschrieben. Testen Sie es bitte einfach selber, wenn Sie da Quelltext haben, ob XY hier funktioniert mit dem Active, Deactive und Title Bar, kann ich jetzt leider Gottes nicht drauf eingehen. Fragt jemand, bin ich hier falsch? Ja, okay. Hier die Frage nach, ja, die erste sinnvolle Frage mit Verlaub oder die erste Frage, die ich beantworte. Hallo mal wieder, kein C++-Support für macOS, das ist richtig, haben wir nicht. Planen wir momentan oder ist generell groß in der Planung, könnte sein, dass es kommt, kann sein, dass es nicht kommt. Haben wir aber momentan nicht, das ist völlig richtig erkannt und mehr kann ich da aktuell nicht hinhalten. C++ für macOS wird relativ selten nachgefragt, muss man denn auch sagen. Gibt es das auch für C++ Code Insight? Hier war die Frage im Sinne des Language Server Protokolls für C++. Ja, das haben wir schon seit 10.3. Da nutzen wir schon seit 10.3 das Language Server Protokoll. Das Ganze über CQuery für den neuen C-Lang Compiler. Das ist bei C++ alles ein bisschen anders, alles ein bisschen komplexer. Da gab es Optimierungen in 10.4. Ja, aber das haben wir schon seit 10.3 für den C++ umgesetzt. Hier gab es die Frage, Managed Records, werden die auf dem Stack alloziiert? Ja, die Antwort ist richtig, hatte ich ja auch schon dargestellt. Markus Humm fragt, ja, hallo Markus, erstmal, ist Leak-Check bei Delphi standardmäßig dabei? Nein, es ist nicht standardmäßig dabei. Das ist hier ein externes Werkzeug. Klar kann man natürlich grundlegende Funktionalitäten vom Fast Memory Manager benutzen, wie Markus hier auch richtig dargestellt hat. Report Memory Leaks on Shutdown auf True setzen irgendwo im Quelltext der Anwendung selber kommt man einige grundlegende Informationen. Aber mit Leak Check oder aber auch der Vollversion des Fast Memory Managers kann man hier deutlich mehr Informationen hier rausbekommen. Kann ich aus Visual Studio Code den Language Server Protokoll verwenden oder das Language Server Protokoll verwenden, fragt Alan Emmerich. Nein, das ist hier ein externer Prozess, der hier an Delphi angebunden worden ist. Das heißt hier an der Stelle, er nutzt auch die zugrunde liegenden Compiler-Strukturen, der die notwendigen Informationen zurückliefert. Also es ist darauf angewiesen, es ist nicht pluggable mit anderen IDEs. Hier die Frage von Carsten Fulde. Kann man in den Optionen einstellen, ab wie vielen Buchstaben das neue CI, also das Code Insight, anfängt zu suchen? Nein, es ist nicht abhängig von der Anzahl der Buchstaben, sondern abhängig von der Zeit. Da gibt es in der IDE eine Option, einen Slider, mit der ich die Verzögerung einstellen kann. Hier ein Hinweis von Uli Czanke. Danke für HiDPI. Ja, nichts zu danken. Gebe ich gerne zurück, Uli.
Wann kommen Nullable Types? Nullable Pipes sind momentan auch in der Überlegung. Ja, auch wir wollen die Sprache ständig erweitern. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwo nächstes Jahr kommt. Ich will auch nicht sagen, dass es dieses Jahr kommt. Es ist in der groben Planung für Nullable Types, dass man also auch wirklich einen echten Null-Wert innerhalb eines Typ speichern kann. Haben wir momentan nicht drin. Ob das jetzt mit 10.4, 10.4.1, 10.4.3 oder mit 10.5 kommt, weiß ich nicht. Lassen Sie sich da überraschen, das ist generell in der Planung, so wie es auch in der Roadmap dargestellt worden ist. Die Roadmap, die Sie für das Red Studio aktuell finden, die ist schon ein wenig veraltet. Das Product Marketing möchte momentan diese Roadmap innerhalb der nächsten Tage aktualisieren. Nullable Types stehen auf der Roadmap, sind in der Planung, aber ein dezidiertes Datum dazu kann ich momentan nicht sagen. Hier die Frage, laufen die alten T-Web-Browser-Implementierungen dann direkt auf Edge ohne Codeänderung? Ja, habe ich ja soweit gezeigt. Wir hatten CEF4 Versuche, die aber komplette Umprogrammierung bedeuteten. Ich habe ja vorhin auch noch gezeigt, wahrscheinlich hat es die Frage damit überschnitten, als ich auch den T-Web-Browser dafür benutzen kann, für grundlegende Methoden aus dem T-Web-Browser, ob sie denn vom Edge oder vom Internet Explorer unterstützt werden, haben wir eine Webseite im DocWiki. Wenn Sie auf die Neuerungen gehen oder auf das What's New im Englischen, das DocWiki wird auch nachgepflegt, da sind noch nicht alle Dokumente auf deutscher Sprache. Stand hier und heute empfehle ich eher die englische Variante zu nehmen. Die ist auf jeden Fall vollumfänglicher als die deutsche Variante. Da gibt es eine tabellarische Übersicht, welche Methoden im T-Web-Browser für den Internet Explorer und für den Edge-Browser benutzt werden können. Darauf möchte ich verweisen. Hier die Frage von nicht schon, schöner Name. Die IDE kann auch die Classic Undocked View oder die Ansicht, weiß ich gar nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Das ging ja unter den Tools-Optionen. Bei der entsprechenden Darstellung meiner IDE. Oh, Kompilierung, Umgebungsvariablen, Leitbahn. Ich weiß gar nicht, wo man das jetzt hier findet. Benutzeroberfläche, da war irgendwas. Formulardesigner war es hier, nur Funktionen. Eingebetteter Designer. Funktion wird von FireMonkey Designer. Ja, müsste ich jetzt hier wirklich mal gucken, ob man das jetzt auch nutzen kann. Wollen wir mal nicht speichern. Gut. Ja, das will er erstmal nicht. Starten wir es mal neu. Noch nicht mal mehr kalten Kaffee habe ich hier. Eingebetteter Designer. Ja, sieht natürlich mittelmäßig hässlich aus. Ob der sich da nochmal berappelt, sei jetzt mal dahingestellt. Ich weiß es nicht. Also ich würde es nicht empfehlen. Generelle Aussage ist eher nein. Ich bin jetzt hier also wirklich Formulardesigner. Ich habe es noch nie ausprobiert. Wir empfehlen es wohl definitiv nicht. Ob das jetzt mit den entsprechenden Stilen auch hier immer sauber funktioniert? Nein, es sieht nicht danach aus. Wann kommen die Nullable Types? Gut, da geht es nun weiter mit den Fragen. Jan Kohlmeier fragt: Man muss gar nichts mit ausliefern, um T-Edge-Browser zu verwenden, sofern die entsprechenden Update von Microsoft gelaufen ist. Die kurze Antwort ist ja. Das ist momentan das Prinzip, das Prinzip Hoffnung. Nein, die Ankündigung von Microsoft, die Sie jetzt letztens auf der Konferenz gesagt haben, dass es mehr und mehr in das Betriebssystem eingebettet wird. Microsoft hat meines Wissens nach hier noch keinen Zeitrahmen gegeben, wann es so sein wird oder irgendwo vom Herbst diesen Jahres gesprochen. Es ist absehbar, dass es umgesetzt wird, aber aktuell ist es noch nicht umgesetzt. Aber die entsprechenden Webviews
werden dann auch ins Betriebssystem wohl integriert. Final kann das hier Microsoft beantworten. Hier nochmal die Frage von Patrick Bruderer. Wie heißt das Tool? Das ist der Leak Check von Delphi. Das ist ein externes Tool an der Stelle. Das sind jetzt hier Fragen, die schon vor einiger Zeit gelaufen sind, kurz vor drei und so weiter und so fort. Deswegen arbeite ich die momentan an der Stelle ab. Da kommen noch einige. Gibt es auch was zu C++? Ja, hatte ich geschrieben. Bitte mal die Anwendung von libsuffix auto zeigen. Verstehe ich jetzt nicht. Achim Kalver fragt da was. Libsuffix auto zeigen. Näher spezifizieren. Achim, danke. Hier muss jemand los. Schönen Gruß aus der Schweiz. Ja, das hat er jetzt nicht mehr mitgekriegt. Welche NDK wird jetzt standardmäßig unter Android verwendet? Hat man ja vorhin auch gesehen, dass ich hier innerhalb des SDK-Managers, kann ich hier natürlich auch hier direkt mal suchen, SDK-Manager-Version, die entsprechenden SDKs mit eingebunden werden. Das SDK 25.2.5 wird mir hier angebunden. Hier die Frage, wird es Public Betas für 10.4x geben? Die kurze Antwort ist nein. Betas gibt es im Allgemeinen nur für Kunden mit einer aktiven Update-Subscription. Das heißt, wenn Sie eine Update-Subscription haben, haben Sie auch schon Zugang zu Vorabversionen. Public Betas machen wir nicht. Tut mir leid, Achim. Hier muss auch wieder einer weg. Termin. Ja, ich bitte auch vielmals um Entschuldigung, dass ich hier maßlos überzogen habe, aber so gibt es das auch nochmal. Hier die Frage von Volkmar Rebel. Gibt es auch allgemeine Verbesserungen, Korrekturen zu Bluetooth FireMonkey? Die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist ja. Kann man in der entsprechenden Liste von den Known Fixes oder von den Fixes sehen. Die findet sich in der Liste der Neuerungen im DocWiki, kann man relativ schnell einsehen. Hier die Frage wieder von Achim. Wann wird es die Parnassus-Tool von David Millington geben, also den Navigator und die Bookmarks? Hat ich auch schon beantwortet. Die Katze dreht sich. Ja, danke für die Rückmeldung. Was verwende ich mit Delphi im Mac? Parallels? Nein, ich benutze kein Parallels. Meine virtuelle Maschine, die ich hier habe, lasse ich in VMware Fusion laufen. Ich hatte Parallels mal getestet. Ja, es hat durchaus ein paar klitzekleine Performance-Vorteile. Es hat sich mit VMware Fusion 11.5 allerdings auch weitestgehend in Luft aufgelöst. Ich bin allerdings von der Stabilität und von der Einbindung von USB-Geräten von VMware Fusion deutlich überzeugter als gegenüber Parallels. Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich Parallels allerdings auch schon längere Zeit nicht mehr getestet. Funktioniert CodeInsight bei C-Lang jetzt? Fragt Alexander Kamps. Generell eine Antwort ist ja. Da gibt es allerdings immer noch ein paar Hiccups in der 10.3.3-Version. Wir haben versucht, die mit 10.4 zu umzusetzen. Ganz gelungen, sage ich allerdings ganz offen, ist uns das nicht. Da gibt es immer noch mal wieder Verzögerungen. Ja, man muss weiterhin sein Projekt vorher speichern. Ja, CQuery verlangt auch schon mal ein bisschen mehr Speicher. Ja, CQuery hat bei umfangreichen Projekten auch schon mal eine relativ lange CPU belastet. Trifft das auch auf große Projekte zu? Ja, insbesondere auf großen Projekten trifft das zu. Da am besten mal mit dem Support zusammenarbeiten, damit die auch aware sind, damit die wissen, dass es da ein Problem gibt. Ja, ich stehe auch relativ häufig mit David Millington in Kontakt, um diese Problematiken immer wieder anzusprechen, was den C++-Bilder betrifft. Ja, wir sind uns generell dessen aware, aber je mehr Kunden da auch den Support nerven und hier nach Lösungen schreien, desto mehr Sichtbarkeit hat das in dem Kontext auch. Hier eine Bemerkung von Christoph Späth. Apropos Getit, ich musste kürzlich Delphi 10.2 neu installieren und habe im Getit kein Virtual Tree View mehr gefunden. Ist das Absicht oder ein Fehler? Nein, das ist weder Absicht noch ein Fehler. Und sind die älteren Getit-Server abgeraucht? Deswegen gab es hier bei den Versionen 10.2 ein kleineres Problem. Man muss dazu eine entsprechende ISO-Datei für eine generelle Neuinstallation
Applikationen benutzen und die Gadget-Pakete sind nur sehr limitiert vorhanden. Beim Virtual Tree View, ja, das tut uns leid, aber das ist ein Open-Source-Projekt. Manchmal empfiehlt es sich sowieso, diese lieber aus dem Repository direkt zu laden und zu übersetzen. Funktioniert im Allgemeinen auch besser. Hier eine Bemerkung von Gregor Kobler. Verstehe ich das jetzt richtig? Die Enterprise-Konnektoren sind nun alle ab Enterprise inkludiert. Diese musste man ja bis anhin separat kaufen. Diese Antwort ist richtig. Also diese Vermutung, die Enterprise-Konnektoren sind seit einigen Monaten mit dem 10.3.3-Release ab der Enterprise-Edition mit dabei. Allerdings die Enterprise-Konnektoren nur in der kleinen Edition. Die Enterprise-Konnektoren gibt es ja von CData in zwei verschiedenen Bundles oder Editionen. Enterprise und Enterprise Plus, so heißen die beiden Bundles. Wir liefern die kleine Version aus. Die Enterprise Plus liefern wir nicht mit aus, respektive stellen die zur Verfügung. Hier die Frage, unterstützt Delphi 10.4 inzwischen auch Lambda-Ausdrücke? Lambda-Ausdrücke sind im Prinzip die C++-spezifische Formulierung für Generics. Die Antwort ist ja. Wenn Sie das nochmal etwas näher spezifizieren könnten, was Ihnen da fehlt, Herr Berthold, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Hier nochmal die Frage, kann ich den Language Server von Delphi für das Visual Studio nutzen? Die Antwort ist nochmal nein, hatte ich vorhin nochmal abgeklärt. Hier eine schöne Frage von Michael Wölfel. Wie sieht es mit einer 64-Bit-Unterstützung vom iOS-Simulator aus? Die kurze Antwort ist noch nicht. Die lange Antwort ist, ja, werden wir umsetzen mit einem 10.4-Release. Der iOS-Simulator ist momentan, ich will nicht sagen unbrauchbar, sondern eher so unbrauchbar plus. Ist nämlich eine 32-Bit-Umsetzung. Wir haben den 32-Bit-Compiler. Da meckelt der iOS-Simulator immer an der Stelle. Diese Anwendung muss aktualisiert werden und so weiter und so fort. Wir werden den iOS-Simulator auf das aktuelle iOS-SDK anpassen in einer 64-Bit-Edition. Das geschieht innerhalb der nächsten Wochen, Monate mit einem weiteren 10.4-Release von Delphi respektive dem Red Studio 10.4. Aktuell haben wir das noch nicht drin. Da muss man noch ein bisschen warten. Wie gesagt, kann ich an der Stelle nur auf die Roadmap verweisen, die in den nächsten Tagen angepasst wird. Hier die Frage von Jens Breuer. Kann ich das 10.4 parallel zum 10.3.3 installieren? Die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist ja, selbstverständlich. 10.3 im Allgemeinen und 10.4 im Allgemeinen sind zwei Major Releases, die sich im Programme Embarcadero Studio 20 beziehungsweise Programme Embarcadero Studio 21 separat installieren. Einzige Problematik ist hier eine Windows-Problematik und das ist die Dateizuordnung. Werden dann Passdateien mit dem einen oder mit dem anderen geöffnet, kann ich ja in den Tools-Optionen einstellen. Hier die Frage von Sascha Insensee. Wenn wir individuelle Styles haben, müssen die nun aktualisiert werden? Müssen nicht, aber können. Das ist die Aussage. Das heißt, wenn Sie Ihre Image-PNG-Datei dabei haben und keine Image-15, Image-20-PNG-Datei, dann werden die halt eben nach bestem Wissen und Gewissen hochskaliert, nutzen allerdings dann nicht die pixelperfekte Darstellung von zum Beispiel ja, Radio-Buttons, Checkboxen und so weiter und so fort. Kann es also zu Darstellungsproblemen geben. Problem ist ein großes Wort, sagen wir mal, zu Wischiwaschi-Oberflächen. Wird nicht 100% richtig dargestellt, aber Sie haben die Möglichkeit, das zu benutzen. Sehr gute Demo. Gibt es neue Handbücher für VCL-Applikationen? Beispiele, fragt Abdelmenem. Danke erstmal für die Rückmeldung. Gibt es neue Handbücher für die VCL-Anwendungen? Wir haben ja eine Vielzahl von Tutorials im DocWiki, in der Online-Hilfe.
Wir haben natürlich auch Partner von uns, die Handbücher schreiben. Zum Beispiel hat Dr. Holger Flick ein neues Buch geschrieben, ein Kochbuch zu Delphi, wo im Prinzip nicht beschrieben wird A, B, C, D, X, Y, sondern wirklich aktuelle akute Probleme. Kochbuch, das Problem habe ich, so setze ich es um. Nächstes Problem. Also nichts Aufbauendes wie in einem Buch, sondern separate. Entschuldigung, separate Themen behandelt in einem Kochbuch, gibt es zum Beispiel auf Amazon und so weiter und so fort. Darauf kann ich verweisen, Dr. Holger Flick, Delphi Kochbuch, ist jetzt neu rausgekommen. Hier eine Frage von Tobias Petschka. Bei meinem Kollegen bricht die Installation bei Core Components ab. Sowohl ISO als auch Web Installer, ist da etwas bekannt? Mir persönlich nichts bekannt. Support ansprechen, die sind dafür zuständig. Also ganz ehrlich, nein, ich weiß es nicht. Core Components sowohl online als auch offline. Puh. Vielleicht der Webinstaller kaputt, ISO kaputt. Wir liefern im Prinzip auch immer die MD5-Summe mit von den Installern. Das ist immer das Erste, was ich überprüfe, bevor ich eine neue Installation mache, weil für mich ist eine Delphi C++ Bilderinstallation relativ wichtig. Ich will diesen Fehler von vornherein ausschließen. Also ich habe jetzt die verschiedenen Beta-Versionen installiert, die Releases, die Final Releases, die Final Final Releases installiert. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kann natürlich Internetkonnektivität sein. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Support fragen. Hier noch eine Meldung aus dem Vertrieb. Wir fassen das auch nochmal zusammen. Wir haben sicherlich irgendwo auch günstige Angebote für Sie, für ein Upgrade oder ganz allgemein, weil es Upgrades ja nicht mehr gibt, für einen Neuerwerb von 10.4. Unser Vertrieb wird sich morgen nochmal an Sie wenden mit einer E-Mail, was es da alles an schönen neuen Angeboten geben kann. Nicola Frick bedankt sich, war sehr interessant, gebe ich gerne zurück. Hier die Frage Andreas Czarna. Wurde auch der 64-Bit-Delphi-Debugger verbessert? Frage zurück, was vermissen Sie denn beim Delphi 64-Bit-Debugger? Klar kann man irgendwo was verbessern, aber grundlegende Funktionen, die mir da fehlen, sehe ich jetzt erstmal nicht. Gut, Alexander Jung schreibt, es geht bei mir ja nicht eine PN in der Delphi-Praxis, wäre nicht möglich. Muss ich jetzt einfach mal im Kontext sehen, Alexander Jung. Ich hatte viele Fragen innerhalb der letzten 20 Minuten beantwortet. Eine PN in Delphi-Praxis ist okay. Ist eine Integration der CentureXJS-Frameworks in die Delphi-IDE geplant? Wäre schön, wäre toll, ist ein bisschen ist ein bisschen konträr, sagen wir es mal so. Delphi IDE ist eine Windows Desktop IDE, Formulargestaltung. Es gibt den Centure Architect, der auch visuelle Entwicklungen ermöglicht. Konzeptionell passt das nicht rein, ist meine persönliche Einschätzung. Mir ist jetzt auch keine Integration von CentureXJS oder Überlegung der Integration von CentureXJS in die Delphi IDE bekannt. Muss ich passen. Tut mir leid, Jean-Marc Klemer, China. Muss ich passen. Mir stellt sich eine Frage, wenn wir das Aquadentia Studio verwenden wollen, A, wo lade ich mir das herunter? Da, wo man es bekommt von Aquadentia Studio. Es gibt auch Hinweise dazu in der Order Confirmation. Das heißt, wenn Sie eine Architekt-Edition gekauft haben, bekommen Sie auch den Hinweis dazu, wo Sie das Aquadentia Studio herunterladen können. Frage B, mit welcher Lizenzdatei installiere ich dann das Aquadentia Studio? Wenn Sie eine Architekt-Edition gekauft haben, liegen dem Käufer, wer immer das auch ist, das kann Ihre Einkaufsabteilung sein, das kann jetzt der Hans Huber aus der Einkaufsabteilung sein, dem liegen die Informationen vor. Herr Drück, wenn Sie da ein konkretes Problem haben, fragen Sie bitte an germany.info@embarcadero.com. germany.info@embarcadero.com. Das sind die Damen und Herren bei uns aus dem Vertrieb, die an der Stelle Ihnen da weiterhelfen können, wenn es um den Bezug von Software geht.
Knopka VCL-Komponenten hatte ich schon mehrfach erwähnt, liefern wir nach. Hier die Frage von Rainer Könnecke: Wo finde ich nochmals die Get-It-Anpassung bei der ISO-Installation dokumentiert? Diese Get-It-Anpassung finden Sie in den Release-Hinweisen in der englischen Edition des DocWikis. Jetzt gehe ich dann doch nochmal in den Browser hinein, Browser meiner Wahl. Ja, und da gehe ich jetzt einfach mal in das docwiki.embarcadero.com. File not found. Da haben wir jetzt die Neuerung. Sind wir bei Sig Neue Neuerung? Genau. Da gehe ich mal eben kurz mit den Fragen hier weiter raus. Da gehen Sie am besten erstmal in die Neuerung oder in die Hauptseite und wählen das Ganze jetzt in einer bestimmten Sprache. Dazu gehe ich mal in die Hauptseite Englisch. Und da gibt es auch die Release Notes. In den Release Notes, da finden Sie auch nochmal den Hinweis zu dem Offline-Installer mit dabei. Also, englische DocWiki, gehen Sie da bitte in die Release Notes. Da finden Sie Get-It-Command- C gleich Use Online, um auf Online-Benutzung umzustellen. So viel zum Thema, dass diese Frage auch beantwortet ist. Ja, ich habe hier noch 1000 Fragen. Wir haben viele Jira-Einträge in Verbindung mit Support-Anfragen erstellt. In den Support-Anfragen wurde mitgeteilt, dass viele Punkte in 10.4 erledigt sind. Ja, prima. Eine Rückmeldung von Stefan Westner. In Jira stehen aber auch alle noch auf offen. Ja, das wird reflektiert. Also die Übertragung nach dem Release, das ist in das Public Jira, auch in 10.4 als gefixt dargestellt wird. Das dauert ein wenig. Wir haben jetzt 2 Tage nach dem Release. Geben Sie uns da bitte auch ein bisschen Zeit. Gut, eine Bemerkung von Andreas Wirth. Nach welchen Kriterien wird die Vorschlagsliste beim Code Insight sortiert? Lässt sich die Sortierung beeinflussen? Natürlich lässt sich die Sortierung beeinflussen. Rechte Maustaste, sortiere nach Gruppierung, Sortierung alphabetisch. Gut, Jean-Marc Kiener, also Client JS Programming in der EDE. Not yet. Ivan Steiger, Exception Handling wurde in C++ nicht verbessert. Der große Bug ist auch in 10.4 da. Wir konnten deswegen schon Rio nicht einsetzen. Es ist durchaus möglich. Können nun auch 10.4 nicht. Machen Sie bitte Druck auf Ihre Entwicklungsabteilung, sonst laufen die Kunden weg. Wir sind mittlerweile echt verzweifelt. Lese ich hier mal so unverblümt vor. Ivan Steiger, bitte schicken Sie mir einfach mal die Case-IDs an meine E-Mail-Adresse matthias.ising@embarcadero.com, damit ich das nachvollziehen kann. Ich setze mich da gerne auch mal mit David Milliken in Verbindung, was Ihre Problematik beim Exception Handling tun nun ist. Ich muss sagen, ich kenne jetzt aus dem Stegreif da keine Antwort, aber ich kümmere mich gerne drum. Wie gesagt, schicken Sie mir die Case-ID, also Ihre Kommunikationsnummer, die Sie vom Support erhalten haben, damit ich da mal reinschauen kann. Hier die Frage von Kistrina Deborah Herzl. Funktioniert der 64-bittige Debugger für Delphi endlich korrekt? Kann ich nicht beantworten, kenne jetzt Ihre Problematik nicht. Auch da, wenn Sie da eine Case-ID haben, kann ich die gerne nachschauen. Sie können auch selber auf dem Quality-Portal nachschauen. Vielleicht haben Sie selber eine entsprechende ID mit dem Support aufgemacht. Solche spezifischen Fragen, klar, kann man mir gerne stellen, kann ich allerdings nicht alle beantworten. Das geht hier auch weiter. C++ Code Insight, hatte ich schon ein bisschen was zugesagt. Hier die Bemerkung von Dennis Spreen: Wäre schön, wenn man bald die Inline-Variable mit den Feature Go-To-Definition und Refactoring nutzen könnte. Geht mit Delphi 10.4 leider immer noch nicht. Ja, wieder Spezifika. Wurde der Push-Notification-Support verwendet? Android und iOS haben wir schon mit 10.3.3 gemacht. Basiert das Ganze auf Firebase und so weiter und so fort. Firebase für iOS? Nein, haben wir noch nicht dabei. Habe ich ein paar Webinare auch dazu gemacht. Findet man im Embarcadero YouTube-Channel. Welche Verbesserungen wünschen Sie sich, Herr Weiß?
kann ich jetzt so alles spezifisch nicht beantworten. Ich werde gleich auch, weil hier noch sehr, sehr viele Fragen kommen, auch über solche Fragen auch kommentarlos drüber weggehen. Tut mir leid. Ja. Ist der C++-Compiler für Win64-Bit jetzt schneller? Im Allgemeinen nicht. Nein, das liegt an C-Lang. C-Lang hat hier halt eben sehr, sehr viel während des Compile-Vorgangs zu tun. Das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem klassischen Ball-and-Compiler. Es wird halt eben sehr, sehr viel Überprüfung innerhalb von C++ gemacht während des Compile-Vorgangs. C-Lang hat da einen deutlichen Performance-Nachteil. Das kann der Faktor 1,5 sein, das kann der Faktor 5 sein, das kann der Faktor 10 sein. Generell ist C-Lang nicht schneller. Und wir können da auch leider Gottes ein bisschen was dran schrauben, aber nicht allzu viel, muss ich an der Stelle auch sagen. Oder Delphi-to-JavaScript-Compiler, um sich komplett um JavaScript drücken zu können. Ja, ist eine Möglichkeit. Jean-Luc Kina bemerkt das an. Das macht ja hier zum Beispiel das TMS WebCore an der Stelle, um JavaScript hinten rauszuschmeißen. Hier die Bemerkung nochmal, dass Code Inside mit C++ 17 nicht richtig funktioniert, auch schon seit Berlin nicht. Kann sein, ja, bitte mit dem Support zusammenarbeiten. Ich weiß da um einige Problematiken. Schicken Sie mir bitte mindestens eine Case-ID mit dem Support, dann kann ich das verfolgen. Wenn Sie mir keine Case-ID schicken, tragen Sie es bitte in das Quality Central Portal ein. Voten Sie entsprechend für die dort schon hinterlegten Quality Central Einträge. Über den Support kann ich das Ganze eskalieren, kann ich mit David Millington gern darüber sprechen. Wenn Sie mir auch noch dazu sagen, wie viele Lizenzen da im Hintergrund stehen und wie, wann Sie denn auch wiederum bereit sind zu aktualisieren, kann man da eine Geschichte drumherum bauen. Sonst kann ich da momentan nichts zu sagen. Hier eine sinnvolle Frage von Harald Kaiser. Die anderen Fragen sind natürlich auch alle sinnvoll. Harald Kaiser fragt, muss man 10.3 vorher deinstallieren, bevor man 10.4 installiert? Nein, es wird in ein separates Verzeichnis installiert. 20 und 21 respektive existieren parallel. Hier die Frage nach, welche Linux-Derivate werden mittlerweile unterstützt? Linux-Derivate, ja, wir haben eine relativ kleine Auswahl an Linux-Derivaten, die wir unterstützen. Schaut man sich allerdings mal an auf dem Originalhersteller von FMX Linux, wenn es um GUI-Anwendungen geht, mit welchen Derivaten er das alles getestet hat, ist es eine Liste von Linux-Distributionen, Derivaten, die fast unendlich lang ist. Das waren gefühlte 80, 90 verschiedene Distributionen, mit denen es problemfrei funktioniert. Aber nur zwei Distributionen haben nicht funktioniert. Gehen Sie dazu einfach auf die Seite fmxlinux.com, da finden Sie das. Wir selber unterstützen an der Stelle das entsprechende, die entsprechenden Enterprise-Varianten von Red Hat. Und Ubuntu LTS. Das sind die Versionen, die wir unterstützen. Werden beim Beenden des WDS-Prozesses über den Task Manager die LSP-Prozesse automatisch mit beendet? Ja, im Idealfall schon. Wenn man es über den Task Manager abschießt, wie soll der Prozess das noch machen? Prozess tot, Prozess kann nicht mehr kommunizieren. Nee. Das nicht. Also könnte man natürlich mal ausprobieren. Müssen Sie mal selber ausprobieren. Allerdings, diese Prozesse bleiben im Notfall dann hinten noch dran. Hier eine Bemerkung, die ich sehr gerne entgegennehme von Lukas Helduser oder Helduser. Danke für die Mühe. Bitte, sehr gerne. War mal wieder sehr toll und ausführlich. Sehr gerne. Wie hoch ist der Anteil von C++-Bilder, Kunden oder C++-Kunden bei euch, fragt Ivan Steiger. Geringer als der Delphi-Anteil. Mehr sagen wir dazu nicht. Also es ist ein deutlich geringerer Anteil gegenüber der Delphi-Community. Ist aber auch unschwer zu erraten. Hier eine Bemerkung. C++ Rechtsklick zur Deklaration geht nicht. Kann sein, ja.
bitte mit dem Support zusammenarbeiten. Wie gesagt, bei solch spezifischen Problemen, hier geht das nicht, das nicht, das nicht, bitte wirklich mit dem Support zusammenarbeiten, gerade hier bei solchen Problematiken. Gibt es Erweiterungen für Racket-Helper-Methoden für Strings oder auch für T-Date-Time? Frage, welche erwarten Sie oder wünschen Sie sich denn da und warum schreiben Sie sie nicht selber? Also Erweiterungen für die entsprechenden Racket-Helper-Methoden? Nein, gibt es keine nach meinem Wissen in der 10.4. Ist TMS schon ready für 10.4? Gute Frage von Peter Reisinger. Kurze Antwort, weiß ich nicht. Ich habe nur in Facebook gesehen, dass Bruno Fierens schon einige Komponentenbibliotheken angekündigt hat, die schon 10.4 ready sind. Ich glaube noch nicht alle, aber Bruno ist da normalerweise sehr schnell mit seinem Team. Also ein generelles, eindeutiges Jein mit einer Tendenz zu Ja. So darf ich das mal beantworten. Hier die Ergänzung, S-Text ist Integer oder T-Date Time to String. Nein, ist mir nicht bekannt, dass es diese entsprechenden Record Helper schon gibt. Gibt es eine neue Roadmap bezüglich 10.4.1 oder 10.5? Fragt Ivan Steiger. Wie gesagt, Roadmap wird aktualisiert. Hier die Frage bei der Installation von 10.4. Wie kann man das Ziellaufwerk auswählen? Wenn man die Installation startet, gibt es dort eine Schaltfläche Optionen. Da kann man das Ziellaufwerk eingeben. Das muss man direkt am Anfang der Installation umsetzen. Ja, hier nochmal die Bemerkung. Patches auf dem Startbildschirm. Ja, auch ich finde das auch deutlich besser. Hier fragt jemand, verbessert Fragezeichen in einem kontextlosen Inhalt. Gut, Code Insight ist beim C++-Builder nicht verbessert. Nach meinem Wissen ist es verbessert. Ja, inwieweit die Verbesserungen ihren Anforderungen entsprechen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Hier die Frage nach dem SDK, sondern dem NDK. Ah, das NDK für Java. Da gehen wir auch nochmal kurz rein. Das ist das NDK 21.0. Sieht man hier 21-21.037889 und so weiter und so fort. Gut, vielen Dank. Muss ebenfalls nun ausschalten. Muss ich eigentlich auch. NDK. Hallo, unsere FireMonkey-Anwendung unter 10.3.x hat als Plattform Android 32 und Windows 32/64. Beim Öffnen in 10.4 fehlt die Plattform Android 64 und kann nicht hinzugefügt werden. Gibt es eine Lösung? Wie gesagt, im Idealfall ist es an der Stelle, indem Sie die Deploy-Datei einfach mal umbenennen, sofern es sich um eine Delphi-Anwendung handelt. Beachten Sie bitte, dass Android für C++-Bilder momentan in der Form nicht verfügbar ist. Also gehe ich von einer Delphi-Anwendung aus. Benennen Sie bitte Ihre Deploy-Datei um. Das ist im Allgemeinen immer eine relativ gute Idee in diesem Kontext bei Major Version Upgrades. Deploy-Datei umbenennen, öffnen Sie die DPR-Datei, erzeugen Sie die Deploy-Datei sukzessive neu. Da stehen nämlich dann auch die Einstellungen mit dabei, für welche Zielplattform dabei ist. Kann man aber auch den Support fragen, dafür ist der da. Hier Rückmeldung von Machim Kalver, der ja gefühlte 73 Fragen gestellt hat. Vielen Dank für die Präsentation. Er muss jetzt auch weg. Genau. Muss leider auch gehen. Jean-Marc Kleiner oder Kina muss auch weg. Frage, werden auch Android Intel x64 Apps erzeugt? Kurze Antwort ist nein. Intel Android Tablets, gibt es da noch welche? War vor 2-3 Jahren mal ein Thema, aber heutzutage ist das eher Alteisen. Ist meine persönliche Bemerkung dazu. Also Android x86, nee, machen wir nicht.
Wo kann man die schönen Beispiele, die du angezeigt hast, finden? Ich habe Red Studio 10.4 gerade installiert, aber die Beispiele sind nicht dabei. Natürlich sind die Beispiele dabei, wenn man sie denn installiert hat. Die Samples muss man sich separat installieren, wenn man sie nicht gewählt hat. Innerhalb der Get-It Paketmanager-Plattform gibt es die Plattform, gibt es natürlich auch weitere Optionen, da gibt es einen Punkt Samples, die Samples muss man installiert haben. Die Katzen, die ich heute gezeigt habe, sind alle nicht dabei, das sind einfach nur Beispielanwendungen. Die SQLite-Datenbank habe ich mir selber zusammengestellt aus verschiedenen Informationen. Das 3D-Modell ist ein Open-Source-Modell zu einer Katze als OBJ oder DAE-Datei mit den entsprechenden Texturen drumherum. Programmierung war da ja nicht so viel dahinter, nutze ich nur für Demonstration. Hier gleich die Rückmeldung, Beispiele gerade gefunden. Ja, prima, so einfach kann es gehen. Bemerkung von Sabine Rothe, ich soll mal einen guten Kaffee trinken. Ja, wenn ich denn hier einen holen könnte. Ich könnte meinen Katzen sagen, die momentan hier ein bisschen Terz machen, die wollen raus, dass sie mir einen Kaffee machen sollen, aber das geht nicht. Rainer Könnecke bedankt sich auch für die Ausführlichkeit. Dank gebe ich gerne zurück für Ihre Anwesenheit. Mit Lambda-Ausdrücken, die Referenz zu der Frage von vor einer Dreiviertelstunde, meine ich Unterstützung für verkürzte Schreibweisen von Delegates bzw. anonymen Methoden. Methoden wie in C-Sharp. Nein, das geht in Delphi nicht. Delphi hat vor allem einen großen Vorteil, es ist eine lesbare Sprache. Die kann man beliebig verkomplizieren. Wir hatten ja zum Beispiel mit 10.3 die sogenannten Inline-Variablen eingeführt. Inline-Variablen, ja, da gab es im Prinzip mittelmäßig große Rumoren drumherum. Die haben natürlich auch noch innerhalb der Strukturansicht dann auch ein paar Fehler angezeigt. Hat man sowas Einfaches gezeigt, war i vom Typ Integer, soll jetzt irgendwie ein Wert sein, gleich 1, 2, 3. Konnte man das in, oh, ups, konnte man das in 10.3 reintippen und es gab hier richtig hässliche Fehlermeldungen in der Strukturansicht. Das ist eine Inline-Variable. Kann ich machen in Delphi 10.3.3. Wir wollen Delphi nur sehr, sehr vorsichtig, auch was Sprachkonstrukte hier betrifft, ergänzen, erweitern. Es soll eine weiterhin lesbare, einfache Sprache sein und solche Ausdrücke für die Überprüfung von entsprechenden anonymen Methoden ist momentan nicht in der Planung. Nullable Types ist auf der Roadmap, ja. Und da sind wir sehr zurückhaltend. Thomas Schön hat einen schönen Kommentar. Danke für den guten und informativen Vortrag. Gebe ich gerne zurück. Hier eine Bemerkung von Ralf Kelke. Verwendet nicht UniGUI Censure? Die kurze Antwort ist ja. Was immer das jetzt auch heißen soll. UniGUI benutzt natürlich hier einiges an Censure XJS Komponenten und Darstellungen. Kann man nutzen, kann man drüber streiten. Ist eine andere Technologie, mit der wir integrieren, weil es ein Partnerunternehmen ist. Ja, gut. Steht Ihnen frei, das auch zu nutzen. Ralf Gerke sagt, Delphi ist auf einem guten Weg. Vielen Dank, gebe ich gerne zurück, nehme ich gerne auf, gebe ich auch gerne weiter. Besten Dank, war sehr interessant von Jens Paufler. Vielen Gruß, Jens Paufler, gebe ich gerne zurück. Wolf-Dieter Rüffel schließt sich da an. Kann ich 10.4 auf... Kann man 10.4 auch unter anderen Ordner als C installieren? Ja, gibt es. Bei 10.3 ging das noch. In der Setup-Routine der ISO gab es da eine Einstellung. Ja, gibt es auch immer mit der neuen Installationsroutine. Sie rufen die ESD 99797b.exe auf. Dann dauert das einen kleinen Augenblick und dann haben Sie auf dem ersten Dialog einen Punkt, der heißt Optionen. Und da können Sie Optionen einstellen. Geschickte Sache. Sieht ein bisschen anders aus, wenn Sie sonst immer von der ISO installiert haben. Das war im Prinzip eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo Sie zum Schluss dann irgendwo sagen konnten, hier müssen Sie bei den Optionen direkt im Startdialog sagen, anderes Verzeichnis.
Lohnt sich im Allgemeinen nicht, weil trotz alledem relativ viel auf Werk C gebügelt wird. Warum ist das so? Warum bla bla bla? Es gibt einfach viele Dinge, die müssen auf C installiert werden. Ist eine Microsoft-Vorgabe. Ich will uns da nicht in Schutz nehmen. Ich bin da manchmal auch am. Ja, ich lasse mir die Sachen nochmal durch den Kopf gehen. Nein, finde ich jetzt auch nicht schön. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, abgesehen davon, dass ich virtuelle Maschinen nutze, dass ich nur noch ein Laufwerk habe. Klar hat man irgendwo vielleicht ein Laufwerk C mit einer SSD, ein Laufwerk D für Daten und so weiter und so fort. Ach ja, SSD kosten jetzt auch nicht mal viel. Was kostet ein Terabyte als 2,5 Zoll SSD? Gut, kann man abends beim siebten Bier drüber diskutieren. Aber Optionen. Hier eine Bemerkung von Hans-Peter Lohr. Ich habe nur Delphi beim Installieren, sind aber trotzdem auch die C++-Versionen angelegt. Original so vorgelesen. Sind die auch angelegt? Müssen diese mit installiert werden? Er zeigt die vorhandene Lizenz an. Kommt drauf an, was Sie installiert haben. Wenn Sie zum Beispiel eine Trial-Version haben, in der Trial kann Delphi drin sein, kann C++-Bilder drin sein, kann eine Red Studio Trial sein. Muss ich im Kontext sehen. Wenn es eine kommerzielle Version ist, bitte an den Support wenden, Installation neu starten, deinstallieren, neu installieren, was immer da auch ist. Individuelle Supportdienstleistung kann ich innerhalb dieses Webinars nicht machen. Punkt. Gut, keine Fahrtauswahl gesehen. Gleich der erste Dialog. Da die Option. Kann ich das irgendwo hier mal kurz simulieren? Ich habe da hier irgendwo auch noch mal. Habe ich die Installationsdatei noch irgendwo hier? WhatsApp-Message und so weiter und so fort. Nee, habe ich jetzt hier aktuell nicht. Muss ich aktuell passen. Super, danke, danke. Bisher war das 17, das war ein Elend. In welchem Kontext auch immer, Stefan Westner. Gut. Ist wieder eine Report-Engine dabei? Ja, sinnvolle Frage. M. Pavlik. Ja, selbstverständlich, Fast Reports ist dabei. Vielen Dank für die Präsentation. Danke, danke, danke. Hier die Bemerkung, ich bleibe bis zum Schluss. Ich wäre auch schon längst gegangen, weil ich brauche wirklich mal einen Kaffee oder was zu trinken. Und ja, ich kann leider Gottes nicht vorher gehen. Danke für die Infos. Bitte, bitte, bitte. Vielen Dank, war sehr informativ. An Dennis, Matthias, Guido, Klaus, die sich alle hier bedankt haben. Hier noch eine Frage, Bemerkung von Andreas Wirth. Gibt es Neuerungen bei der Versionsverwaltung? Insbesondere ist es nun endlich möglich, eine einheitliche Programmversion für alle Bildvarianten einzustellen. Ja, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Da gab es Verbesserungen in der Versionsverwaltung, beziehungsweise bei den Versionsinformationen. Versionsverwaltung, da verstehe ich eher sowas wie ein Subversion, ein Git oder sowas drunter. Bei den Versionsinformationen, darauf beziehen sich wahrscheinlich Herr Wirth, da gab es, das habe ich gesehen, ein paar Änderungen. Da gibt es auch in den Release-Hinweisen, bei den Neuerungen, gibt es irgendwo im DocWiki eine Information dazu, was wir da geändert haben. Grundproblematik ist einfach, habe ich irgendwo eine Basisversion, eine grundlegende Konfiguration und ändere davon Debug und oder Release-Version, sind die davon getrennt? Uwe Rabe hat dafür auch ein kleines Utility geschrieben. Uwe Rabe ist einer unserer MVPs, der da auch ein Tool dafür geschrieben hat, diese Versionshinweise wieder auf die Kette zu kriegen. Genauso wie mit dem entsprechenden Magican, um seine Projektverwaltung wieder auf die Kette zu kriegen. Ich weiß nur, dass man in 10.4 da was gemacht hat. Bis jetzt hat es mich persönlich noch nicht tangiert. Hier die Frage von Eli Ulitschandke für den Start in die EOS-Programmierung. Ah, wird relativ häufig gefragt. Wie fange ich überhaupt damit an? Getting started, erstellen Sie Ihre erste geräteübergreifende Anwendung. Wäre schon mal ein Ansatzpunkt. Kann ich draufklicken? Da gibt es momentan in der 10.4 auch ein kleines Problem. Da sollen nämlich über JavaScript hier verschiedene Dinge gemacht werden. Aber hier findet man relativ viel auch einfach in der Online-Hilfe. Wenn ich jetzt einfach mal in die Haupthilfe reingehe. Wenn ich in die Haupthilfe reingehe und hier in der deutschen Hilfe gibt es ein paar kleinere Probleme. Finde ich aber hier sehr viele Tutorials.
Und wenn Sie sich da durch die ganzen Tutorials mal gearbeitet haben, dann haben Sie im Prinzip schon mal eine sehr gute Grundlage für mobile Anwendungsentwicklung. Mobile Tutorials, da gibt es also schon sehr, sehr viel, wo man rausziehen kann. Ralf Kelke schreibt hier mal etwas Positives. Wir sind seit Delphi 2 dabei und möchten uns für die lange gute Arbeit aus Ihrem Hause, welches es auch gerade war und ist, bedanken. Vielen herzlichen Dank, Ralf oder Ralf Kelke. Vor allem bei Ihnen, Herr Eising, für die guten Präsentationen und immer gute Laune. Eine Freude, Ihnen zuzuhören. Ja, auch ich würde gerne mal eine Pause machen. Und Grüße an Frau Langhohn. Grüße aus Bochum. Ja, gut, gerne zurück, Ralf. Welche Voraussetzungen werden dafür benötigt, fragt Uli Czanke. Fragen ohne Kontext. Bitte immer eine komplette Frage stellen. Also nicht Frage abschicken, wir möchten iOS-Entwicklung. Dann kommt die Frage hier. Dann kommen 30 Fragen zwischendurch wieder rein. Dann kommt Ihre Ergänzung zu Ihrer Frage, die ich mit meinem Kurzzeitgedächtnis schon längst wieder vergessen habe. Tut mir leid, kann ich jetzt im Kontext nicht beantworten. Vielen Dank für immer auch viel Informatik und mit einer Prise Humor. Ja, genau das wollte ich rüberbringen. Auch Jay Ru und Benedikt bedanken sich. Danke auch zurück. Hier eine sehr gute grundlegende Frage von Josef Gödde. Inwieweit ist C++ und Delphi Code mischbar? Im Prinzip über Unit-Grenzen hinweg. Unit, das Konzept von Delphi, kann ich das mischen? Oder andersrum, der C++-Builder kann auch immer Delphi-Units kompilieren, aber keine Delphi-Projekte. Umgekehrt nicht. C++-Builder kann Delphi kompilieren, keine Delphi-Projekte, sonst wäre es ja das Red Studio. Delphi kann aber kein C++ kompilieren. So, insoweit ist es mischbar. Christian Zernfennig, Groß nach Österreich, bedankt sich. Ich bedanke mich auch. Es war sehr informativ. René Kartner bedankt sich auch. Muss ich ausklinken. Hi, nur noch zwei Fragen, nur noch zwei Fragen. Mike Dietrich bedankt sich auch ausführt. Sehr gute Präsentationen. Auch ohne 10 Minuten Pause, ja. Und großen Respekt, dass Sie sich die ganze Zeit genommen haben, auf die ganzen Fragen einzugehen. Vielleicht bis bald in der Pyramide, Mike. Ja, Gruß zurück nach Fürth. Ich muss auch weg, ja, es muss auch weg, aber ich kann nicht weg. Andreas Berthold bedankt sich auch. Rudi Czanka, sorry, welche Voraussetzungen werden für die iOS-Programmierung benötigt? Ah, danke für die Ergänzung, Uli Czanke. Für iOS-Programmierung brauchen Sie natürlich einen Windows-Rechner, brauchen Sie ein installiertes Red Studio 10.x, 10.4 im Idealfall, was natürlich dann auf einem Windows laufen muss mit aktueller Version. Gut, Sie brauchen erstmal eine IDE, die muss auf Windows laufen. Konkret für iOS-Entwicklung brauchen Sie einen Mac. Denn ohne Mac geht es nicht. Auf dem Mac müssen Sie den entsprechenden Xcode installieren. Wir brauchen nämlich einige Werkzeuge aus dem Xcode von der Mac-Seite. Auf der Mac-Seite selber müssen Sie dann den sogenannten PA-Server installieren. Der PA-Server, der dann mit der IDE kommuniziert, wenn es darum geht, Dateien zu übertragen, Dateien zu signieren, die entsprechende, das Application Bundle zu bilden, zu Code signieren. Und für die Code Signierung brauchen Sie ein Apple Developer Zertifikat. Gibt ein paar Möglichkeiten, hier auch ohne Developer Zertifikat zurückzukommen, dass Sie das auf Ihre eigenen Geräte deployen. Aber im Allgemeinen empfiehlt es sich, oder Sie müssen ein iOS-Developer-Zertifikat haben, wenn Sie in den Apple App Store rein wollen. Oder aber auch eine macOS-Desktop-Anwendung, wenn Sie diese beglaubigen wollen, notarisieren. Das ist mittlerweile ein Vorgehen, was Apple bei neueren macOS-Desktop-Versionen verlangt. Da brauchen Sie die entsprechende Developer-Zertifikate. Die bekommen Sie von Apple. Ein Jahr 99 Euro. Meine läuft im Juni ab. Ich werde sie wieder verlängern. Also meine Kreditkarte wird nächsten Monat wieder belastet. Hurra, danke an Apple. Das ist meine jährliche Apple-Steuer, die ich bezahle, 99 Euro. Aber damit habe ich alle Möglichkeiten, meine iOS-Geräte freizuschalten, meine Anwendungen zu signieren. Ich kann im Notfall auch meine Apps in den App Store hochladen. Ich kann damit Geld machen. Ich kann Millionär werden. Werde ich aber nicht. Dafür habe ich zu wenige Apps. Ich glaube, eine App gibt es überhaupt noch iOS App Store. Und die verkauft sich nicht, ist, weil sie kostenfrei ist. Gut. Michael Ockt bedankt sich nochmal. Prima,
für den gelungenen Vortrag, gebe ich gerne zurück. Guido bedankt sich auch nochmal oder schreibt nochmal, wirkt sich die Custom Title Bar auch auf MDI-Kleidfenster aus? Anwendung, es sieht seltsam aus, wenn Win-7-Style-Fenster in einer Win-10-Anwendung auftauchen. Das ist eine gute Frage. Ausprobieren. MDI Multi-Document Interface. Wer macht denn sowas? Entschuldigung, Guido. MDI, SDI macht man heute. Ja. Oder verwechsel ich? SCI, MDI. Ich verwechsel das immer. Wenn ich mal hier, wo sind wir denn hier? Ah, prima, das hat geklappt. Da wollen wir jetzt hier aber nicht mal raus. Da wollen wir einfach raus. Gut, machen wir jetzt an der Stelle nicht. Vielen Dank, hat Spaß gemacht, sagt ja Peter Helfrich auch nochmal. Tobias Batsch gefragt, wurde etwas an der Optimierung verbessert? Natürlich wurde die Optimierung optimiert. Welche Frage? Er konkretisiert das mit der Aussage, wenn man den generierten Maschinencode von C-Lang mit BCC vergleicht, findet man schon große Unterschiede, besonders bei der Vektorisierung. Diese Annahme ist generell richtig. Da sind wir allerdings auch auf die Code-Generierung von C-Lang angewiesen. Ob die jetzt gut ist oder schlecht ist, kann man darüber streiten. C-Lang ist C-Lang. Wir haben einige Anpassungen gemacht. C-Lang ist ja der entsprechende Frontend-Backend-Compiler vom LLVM, Low-Level Virtual Machine. Da gibt es eine entsprechende Frontend-Engine, eine Backend-Engine und die alte Code-Generierung geschieht aus einem Zwischencode, aus einem Bitcode von dem C-Lang in den Maschinencode. Da nutzen wir im Prinzip ganz normal die Toolkette von C-Lang. Ist so, machen mittlerweile viele. Die ist nicht schlecht, die hat eine gute C++-Unterstützung. Da können wir kaum was dran optimieren. Gut. Bernhard, hallo Bernhard. Bernhard stellt die letzte Frage, 16.32 Uhr ist die letzte. Ich gehe dann auch am Stock. Vielen Dank, Martina. Matthias, tolle Erweiterung. Versuche schon seit Vormittag die Version herunterzuladen. Adara-Problem. Ja, unsere Webseite ist momentan etwas belastet. Aber ich habe heute Morgen noch mal getestet für einen Kunden, der hatte auch irgendwie ein Trial-Problem. Ich konnte es problemlos runterladen und ich bin hier nicht im IDERA-Netzwerk. Ich bin ja ganz normal zu Hause momentan, habe hier einen ganz normalen TDSL-Anschluss. ISO kam runter mit 30 Megabyte pro Sekunde, mehr schafft meine Leitung nicht. Volles Rohr. Hat alles einwandfrei funktioniert. E-Mail kam auch an. Manchmal haben Kunden Probleme, die ich nicht nachvollziehen kann. Peter Puskaric bedankt sich auch nochmal für die fantastische Präsentation. Jetzt übertreiben Sie es aber nicht, Peter. Sehr informativ gewesen. Dank nehme ich aber gerne an und gebe den auch gerne zurück. Tobias Betschka bedankt sich auch nochmal. Nein, er schreibt, es soll nicht an C-Lang, sondern BCC optimiert werden. BCC, da machen wir nicht mehr viel dran. Danke für die Klarstellung nochmal, Tobias Betschka. Am BCC machen wir nicht mehr viel dran. Sage ich auch ganz offen, BCC, der hat zum Teil komischen Code erzeugt. Wir sagen allerdings ganz klar, C-Lang ist die Zukunft. Der Klasse-Compiler ist, ich will nicht sagen, aus historischen Gründen beim C++-Builder noch dabei, aber wir haben C-Lang für Win64, wir haben C-Lang für Win32, das sind die modernen Compiler, BCC, ich will nicht sagen, ist deprecated, der wird noch gewartet, ja, aber solche Optimierungen, gerade wenn es um die Umsetzung von Vektoren auf Assembler-Code geht, da ist nichts zu erwarten, tut mir leid. Gut, Andreas Friedel sagt, vielen Dank und schönen Feierabend. Ja, danke, Andreas Friedel. Das darf ich jetzt auch mal sagen. Das war das Letzte. Jetzt kommt noch mal die Ergänzung. DCC. Ja, was denn jetzt? BCC, DCC, C-Lang? Tobias Petschka. Gut, DCC. DCC ist der Delphi-Compiler. Hat mit C-Lang jetzt wenig zu tun. Umsetzung DCC, DCC ist DCC, ist der normale Delphi-Compiler. Gut, müssen wir das genau spezifizieren. Ja,
Ich sage jetzt einfach mal Danke in die Runde. Ich mache jetzt hier mal dicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Von 14 Uhr bis 15 Uhr sollte es gehen. Wir haben jetzt 16:37 Uhr. Sind doch schon zwischendurch einige gegangen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Sind immer noch ein paar hundert Leute drin, sehe ich hier gerade. Ich kriege ja Wahnsinn. Kommt sogar gerade noch einer wieder rein. Ich darf mich bedanken. Aufzeichnung gibt es auf YouTube. Schaffe ich heute nicht mehr. Hab noch ein bisschen was anderes zu tun. Haben gleich noch fünf. Ich bin froh, wenn ich um 19 Uhr draußen bin. Wird dann morgen konvertiert. YouTube-Channel auf Embarcadero. Bitte den Kanal abonnieren. Ich darf mich bedanken für Ihre ja, wie sagt man, unglaubliche Geduld für diese 2,5 Stunden jetzt mittlerweile. Ihr Matthias Heising für Embarcadero Deutschland. Bis dann mal. Ciao, ciao.